von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Kontakt auch zu den Wake News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dimms und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr die europäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Ja, hier ist der Detlef vom Wake News Radio am 1. November 2012. Besonderer Tag heute, ist ja klar. Und da werden wir drüber sprechen. Ist ja logisch, ne? Und ich hoffe, ja, ihr seid schon alle irgendwie so ein bisschen wach, ne? Denn wir hatten ja, oder in vielen Nationen ist ja heute Feiertag, ne? Und da sind vielleicht noch viele etwas unausgeschlafen von der vorangegangenen Nacht. Kann ich nicht sagen. Okay, also prima, dass ihr alle hier zu mir gefunden habt in die heutige Sendung. Ja, und da geht's natürlich wieder mächtig rund, das ist klar. Weil wir haben natürlich
ein besonderes Thema heute. Ist ja logisch, ne? Am 1. November, ja, 2012, da muss man auch ein besonderes Thema wählen. Und wie ihr euch zu Recht gedacht haben könntet schon, haben wir heute nämlich etwas, was mit dieser ganzen Zeit von gestern und heute zu tun hat und eigentlich ja, ständig da ist, ne? 365 Tage im Jahr. Das ist nämlich das Gruselkabinett des Regierungsterrors. Was es damit auf sich hat, werden wir im Laufe der Sendung heiß und innig diskutieren. Und ihr könnt mir gerne schon während der ganzen Sendung auch Informationen, Fragen, Kommentare zusenden, am liebsten via E-Mail, das kann ich dann am besten lesen. Aber ihr könnt natürlich auch hier gerne den Chatraum nutzen, bei mir beispielsweise hier auf der Seite wakenews.net, Wake News Radio. Da hat es 3 Stück zur Auswahl. Ja, und es sind tatsächlich ein paar Leutchen da. Huhu, Detlef schreibt da einer. Klasse. Also gut. Naja, hätte ich ja gar nicht gedacht. Ich dachte, ich bin hier heute allein. Ne? Okay, wie auch immer. Jedenfalls danke ich auch wie immer den Musikern und so Künstlern, die uns ihre Musik zur Verfügung stellen. Ganz klasse. Ja, ganz super gemacht. Nämlich hörten wir dazu eingangs hier, wen hört man eigentlich hier? Ne? Wir hörten hier Destiny, oder? Destiny, und das war vom Manuel, ja, vom Manuel Destiny. Gehört irgendwie so ein bisschen in diese ganze, ja, Thematik ein bisschen hinein, ne? So ein bisschen dunkel, ne? Okay. Ja, wer weiß, was heute für ein Tag ist, kann das mal einer hier reinschreiben, bitte, in den Chatraum. Also, 1.11. habe ich ja gesagt, ne? Also nicht das Datum, sondern was es sonst, bitteschön, für ein besonderer Tag ist und was gestern für ein besonderer Tag gewesen ist. Weiß das jemand? Dann kann er das da reinschreiben. Da schreibt einer Allerheiligen, dann kommt da drunter Hexentag, dann kommt Halloween, Reformationstag. Oh lala. Na gut, okay. Also ja, es hat also irgendwie so ein bisschen was damit zu tun. Und was es genau damit zu tun hat, lese ich mal ganz kurz vor, weil ich habe dazu ja einen kurzen Artikel geschrieben zur heutigen Sendung, wo ich dann nachher auch natürlich die ganzen Links reinbringe oder reingebracht habe über die Dinge, über die ich heute auch unter anderem sprechen will, wenn wir alles durchkriegen. Und natürlich dann auch die Aufzeichnung der heutigen Sendung hochspielen werde, sofern mich YouTube nicht im Stich lässt. Ja, zum Beispiel. Okay. Also, da habe ich ja so das Gruselkabinett des Regierungsterrors. Und da schreibe ich 365 Tage schlimmsten Halloweens pro Jahr. So scheint, bescheren uns die Regierungen dieser Erde, allen voran die von der neuen Weltordnung beseelten Regierungen in der Hand der wenigen Familien. Ja, abgekürzt DIMS, ja, für dominante, irrsinnige Minorität, die Welt terrorisieren und die alle Regierungen mittels Korruption unterwandert haben und gegen die Bevölkerungen einsetzen. Es vergeht kein Tag, an dem nicht irgendeine Schandtat geschieht, die uns in immer größere Not, in Gewalt, in Katastrophen und Elend führen. Es ist nicht mehr die dritte Welt, in der allein diese Grausamkeiten geschehen, sondern hier bei uns direkt vor den Füßen werden die Menschen gequält, drangsaliert, entrechtet, misshandelt und geknechtet. Von wem? Von den eigenen Regierungen. In der BRD, das, wir wissen ja, ist eine Nichtregierungsorganisation, ne? Und ist exponiert in der Vorreiterrolle der Nichtregierungsorganisation Europäische Union. Sockenstaat, ja. Werden also da täglich Millionen Menschen in ihren Rechten verletzt, die Menschenrechte mit den Füßen getreten, hier allein schon in der BRD durch Hartz IV. Und in ganz Europa knüppeln die Sicherheitsorgane der paar Mächtigen gnadenlos und brutal auf die eigene Bevölkerung ein. Die Steuer- und Abgabenschrauben werden immer fester gezogen, alles wuchert aus. Selbstverliebt genehmigen sich die korrupten Regierungen Diätenerhöhungen, teuren und unnötigen Luxus, stecken sich die Taschen voll mit Schuldgeld der Bankster, sowie der Bilderberger möchte gern Bundeskanzler der BRD, P.
Peer Steinbrück, der sich ein paar Millionchen von Lobbyisten jetzt schon mal in die Tasche steckt und dessen Urgroßonkel übrigens die Deutsche Bank mitgegründet haben soll. Und die natürlich nunmehr längst vollends unter Rothschild-Kontrolle ist. Ne? Goldman Sachs. Ja, das sind natürlich auch ein paar andere. Okay. Ach, das wusstet ihr nicht? Ja? Na gut. Okay. In den USA verbreiten FEMA und andere Behörden und Regierungsstellen Terror unter der Bevölkerung aufgrund des höchstwahrscheinlich von Regierungsseite manipulierten Frankensturms Sandy. Nein, wir haben das schon letztes Mal darüber diskutiert, letzten Monat, ne? Dienstag. Harp und Chemtrails mögen da ihr Teil dazu beigetragen haben. Und diese Regierung gibt nicht wirklich Hilfe, sondern nur Einschränkungen, Beschränkungen, ja, Martial Law, also Kriegsrecht. Und die Regierung in Anführungszeichen ist absolut machtlos. Wenn jeder sich entsprechend individuell auf so eine solche Krise vorbereitet hätte, dann wären wahrscheinlich viel weniger Opfer zu beklagen gewesen. Die Regierung hat sie nicht verhindert, sondern in die Wege geleitet. Gleichzeitig fordern diese Behörden zusätzlich zum Haushaltsdefizit, was sowieso Betrug ist, ne? Das wissen wir ja mit dem Schuldgeldsystem, noch weitere Milliarden quasi als Sonderbudget für FEMA und Konsorten. Ja. Da bleibt also nur die Schlussfolgerung, die NWO oder Neue Weltordnung bedeuten 365 Tage Horror Halloween pro Jahr. Und über das und vieles mehr will ich heute mit euch hier diskutieren. Und hoffe, dass ihr hier schon so wach seid, dass ihr mir hier eure Kommentare, Infos und so weiter auch schon hier reingeben könnt, reinposten könnt. Ja, das ist klasse. Also unter radio@wakeness.net übrigens, ne? Hü, da klingelt es hier schon in meinen Ohren, da ist irgendwas angekommen. Aha. Okay, das lese ich dann gleich mal vor. Jo, also ich würde mal sagen, das ist natürlich ein riesiges Thema. Und vieles haben wir ja immer auch permanent in unserem Programm drin. Aber man soll sich wirklich mal vor Augen führen, auch angesichts der besonderen Tage, die wir zum Moment erleben, was es damit überhaupt alles auf sich hat. Und manchmal braucht man einfach mal so eine Zusammenfassung, ja, von den Dingen, die auch stattfinden und die Verbindung, Verknüpfung untereinander, um zu erkennen, dass das alles keine Zufälle sind. Es fällt einem nicht zu. Das wird höchstens dann schon einem angediehen, sozusagen. Okay. Ich habe diesbezüglich noch eine wichtige Information, die ich dann zunächst mal mit euch hier durchgehen möchte. Und zwar geht es da um die kontinuierliche Menschenrechtsverletzung der BRD. Ja, aber wir müssen wissen, die BRD ist Vorreiter hier, ganz wichtiger Baustein der Illuminati, der neuen Weltordnung oder New World Order, wie das auf Englisch heißt, die also hier diese Verknechtungs-, Versklavungspolitik anführt, ja, und das alles systematisch so aufgebaut wurde, nicht? Man könnte sich ja fragen, och, warum sitzt jetzt in der Regierung überwiegend eine Truppe aus der früheren DDR? Kann man ja mal fragen. Zufall, ne? Okay. Und was habe ich da geschrieben? Da habe ich auch einen entsprechenden Artikel hier in meinem Blog mywakenews.wordpress.com geschrieben. Und da heißt es, es wird Zeit, dass wir uns zusammenschließen und ein gemeinsames Ziel erreichen. Hartz IV muss weg. In kontinuierlicher Menschenrechtsverletzung hält die BRD fest an einem grausamen System der Versklavung und Entrechtung von Millionen Menschen auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Hier vergeht sich nicht Peking an den Menschenrechten, sondern Berlin. Die BRD hat sich den internationalen Menschenrechten verpflichtet, ignoriert sie aber und zeigt mit blankem Finger immer in die Richtung anderer Länder, um dort Menschenrechtsverletzungen zu beklagen. Aber auf eigenem Territorium
verletzt man diese Menschenrechte millionenmal jeden Tag. Es reicht. Hiermit rufen wir alle Menschenrechtler, Amnesty International, alle BRD-Anwälte und Rechtsinstitutionen auf diesem Unrecht sofort ein Ende zu bereiten. Wie lange wollt ihr noch wegschauen? Und heute ist eben ein wichtiger Tag, denn der Ralf Böß ist heute am 1. November 2012 in einen Hungerstreik eingetreten, dem sogenannten Zwangtionshungern. Und wir unterstützen ausdrücklich diesen Aufschrei nach Menschlichkeit, nach den natürlichen Rechten für alle Menschen, auch in der BRD. Und Schluss mit der einseitigen Unterstützung korrupter Bankster, dem Ausplündern des Wohlstandes, der Vergeudung von Ressourcen für Kriegstreiberei und Missmanagement. Wir fordern ein Ende der Hartz-IV-Tyrannei. So, und in diesem Artikel befinden sich dann auch die Links zu Ralf Böß und seinen Veröffentlichungen dazu, beispielsweise den Brief, den er geschrieben hat, für diese Aktion, die er jetzt durchführt, und einen Link zu dem sogenannten Brandbrief, der also die Grundlage eben seiner Aktivitäten ist, und natürlich auch dem von ihren gegründeten Bürgerinitiative Grundeinkommen. Kann man also alles nochmal sich vornehmen. So, und damit wir auch nochmal hören, was es damit auf sich hat, habe ich hier schon etwas aufgesprochen, was ich jetzt hier mit euch kurz durchgehen will, und spiele das eben mal ein. Bleibt dran, bin dann gleich wieder live zurück. Ich hatte Kontakt auch zu dem Herrn Ralf Böß, oder Böß, Böß heißt er eigentlich. Ne? Der hat also die Bürgerinitiative Grundeinkommen.de gegründet seinerzeit, ist ein Vorkämpfer des Grundeinkommens auf der einen Seite und natürlich auch vehementer Kritiker der Hartz-IV-Situation der BRD. Und der hatte jetzt eine Veröffentlichung gemacht. Ich habe ihn übrigens auch eingeladen zu mir in die Sendung, und der sagte, ein paar Wochen dauert es noch, weil er ist sehr beschäftigt im Moment, aber es wäre natürlich schön, wenn wir ihn auch mal hier bei uns in die Sendung kriegen. Der hat also einen Brief veröffentlicht am 26.10.2012, den ich kurz verlesen möchte. Liebe Freundinnen und Freunde, es ist soweit. Nachdem ich das Hartz-IV-System durch den Brandbrief, und wer das nicht kennt, kann sich das nochmal anhören oder sich besorgen, durch den Brandbrief herausgefordert habe und die Herausgeforderten lange versucht haben, mich zu ignorieren, werde ich jetzt sehr scharf sanktioniert. Vorerst zwar nur 90% Abzug vom absoluten Lebensminimum, das heißt noch immer 37,40 € statt 374 Euro monatlich zum Leben. Es ist allerdings so, dass die Sanktionierung noch gesteigert werden kann, denn eine Sanktion von 100% mit zusätzlichem Verlust von Krankenkasse und Wohnung ist ja noch möglich. Was ist hier zu tun? Natürlich werde ich die juristischen Mittel nutzen, die mir jetzt geboten sind, so heißt es dort weiter, und hoffe, dass ich hierzu die nötigen Unterstützung erhalten werde. Aber ich werde ab dem 1. November, Beginn der 90%-Sanktion, auch hungern. Denn eindrücklicher kann man die Menschenunwürdigkeit des Sanktionssystems in Hartz IV nicht zur Anschauung bringen. Dabei handelt es sich nicht um einen Hungerstreik, sondern um das einfache Darleben der Tatsache, dass ich sanktioniert werde, weil ich den Verfassungsbruch in Hartz IV nicht anerkenne. Siehe den Brandbrief. Und infolge dieser Nichtanerkenntnis ein Lebenskonzept verfolge, welches unserem Staat nicht gefällt. Dass ich da sanktioniert werde in dem Ausmaß, welches im Hartz-IV-System für jeden, der sich nicht bedingungslos unterwirft, sei es auch aus anderen nicht politischen Gründen, kühl vorgesehen, in menschlicher Hinsicht aber absolut unwürdig und lebensbedrohlich ist. Gefängnis ist meines Erachtens würdiger durchzustehen als Hunger, gesellschaftliche Ausgrenzung, Verlust der Krankenversicherung und, weil die Beiträge später nachgefordert werden, allein schon dadurch explodierender Schulden und Obdachlosigkeit. Mit Letzteren ist aber jeder Hartz-IV-Bezieher von Anbeginn bedroht. Um deutlich zu machen, dass nicht ich in den Hungerstreik trete, sondern der Staat mich im Vollzug seiner völlig unzureichenden Ideen vom Wesen der Arbeit
mit dem Entzug meiner Lebensgrundlagen bestraft, haben Mitstreiter unserer Initiative für diesen Teil meiner Aktion das Wort Sanktionshungern, sogar noch schärfer Zwangtionshungern, erfunden. Sanktionshungern trifft, wie ich denke, den Tatbestand recht gut. Das Bitten um vielleicht gnädig zur Verfügung gestellte Lebensmittelgutscheine, sie werden nur als Kannleistung und erst auf Antrag zur Verfügung gestellt, ist zusätzlich entwürdigend. Das Einkaufen mit solchen Gutscheinen ist eine höchstgradige soziale Stigmatisation, weswegen ich keinen Gebrauch davon machen werde. Zum Thema, wie ich unterstützt werden kann, wird euch sicher einiges einfallen und ich bin gespannt, was da an Hilfe kommen wird. Zwei Dinge sind aber absolut verboten. Das erste ist die finanzielle Unterstützung meiner Person, also vom Ralf Boes oder Boes, B-O-E-S geschrieben. Das ist also wichtig, ne? Dass er das nicht will. Dann würde das Jobcenter entlassen und die Kraft der Aktion zerstören. Auch Essen zu bringen ist untersagt. Das zweite sind Aufrufe gegen das Jobcenter oder Aufrufe zu Unruhe oder Gewalt. Ich schreibe das, weil es in Hartz IV inzwischen so große Verzweiflung, so sehr viele Verzweifelte gibt. Ist also verboten, ja, bitte, das meint er und das halte ich auch für richtig. Das Monopol auf Gewalt hat einzig der Staat, im Moment. Wir würden die Tore zu Zuständen öffnen, die sich von uns niemand wünschen kann, wenn wir das missachten würden. Das sehe ich eigentlich auch so, ja. Wir bekämpfen nicht Menschen, sondern ein Gesetz, das dürfen wir nie vergessen. Und in meinem Fall, so sagte Ralf Boes, waren die Mitarbeiter des Jobcenters immer bestens um mein Wohl bemüht. Sie können jetzt nicht anders, selbst wenn sie wollten, weil ein unmenschliches Gesetz sie zwingt. Das ist seine Ansicht. Ja, so schreibt er es. Soweit zu dem, was nicht geht. Doch, wie könnt ihr mir helfen? Liebe Freundinnen und Freunde, natürlich dürft ihr auch spenden, denn natürlich brauchen wir auch Geld, und zwar sogar in Massen, aber nicht für meine Person. Um deren Wohlergehen soll sich gefälligst das Jobcenter kümmern, sondern für die Sache. Wir brauchen Geld für Anwälte, am besten für ein ganzes Team, die mit Lust und Kompetenz die Klagen durch alle Gerichte bringen. Und wir brauchen Geld für weitere Aktionen. Sowohl der Brandbrief als auch der Film Hartz IV, Ziviler Ungehorsam, sollten jetzt massenhaft Verbreitungen finden. Anmerkung von mir, ich werde dann nachher auch die Links dazu packen bei mir in der Veröffentlichung der heutigen Sendung. Dann Veranstaltungen über die Grundrechte, die verfassungswidrig gerade abgeschafft werden soll. Die gegenwärtigen Problemlagen in Politik und Gesellschaft, dazu gehört natürlich auch Hartz IV, und über die möglichen, einfachen und wirkungsvollen Lösungen sollten verstärkt möglich sein. Die Mitglieder unserer Bürgerinitiative müssen im Sinne des Geistes der Aktion handlungsfähig sein, auch wenn meine Kräfte schwinden. Vielleicht brauchen wir vorübergehend ein Aktionsbüro. Viele Ideen werden sich entwickeln, ein paar Wochen Zeit haben wir noch und ich hoffe, dass wir sie gut nutzen werden. Für die nächsten Tage ist schon Folgendes geplant. Und so weiter. Da gibt es also noch ein paar Themen. Ich will das auch nicht alles weiter vorlesen. Ich werde diesen Brief also als Anlage da hineinbringen. Wer dort mitmachen will und sich melden will, auch als und wenn er nicht nur spendet, sondern einfach nur mitmacht und auch die Informationen verbreitet, kann uns das allen nur helfen. Denn wir müssen uns jetzt alle zusammen finden, egal welche Ansichten wir auch sonst so vertreten. Wir müssen solidarisch sein und wir müssen jetzt alle zusammen gegen Ungerechtigkeiten vorgehen. Und das finde ich richtig und deshalb freue ich mich, wenn der Ralf Boes vielleicht so in 14 Tagen oder so Zeit hat, uns auch mal seinen Eindruck von der Situation hier mitteilen zu können. Ich werde euch dann auf dem Laufenden halten. Ja, das vielleicht noch dazu, weil das ist auch ganz wichtig, weil wir uns jetzt in einer Art Auseinandersetzung finden mit denen, die uns verknechten und versklaven wollen und den Menschen, denen täglich mehr klar wird, dass es hier um Verknechtung und Versklavung geht. Das sind natürlich in erster Linie die Betroffenen, aber natürlich auch die anderen Menschen, die sehen, hoppla, das geht in ein komplett falsches Fahrwasser. Wenn wir das gestatten und so laufen lassen, dann werden wir alle darunter leiden müssen. Und ich denke, das ist wichtig, dass das rumgeht, diese Information. Ja, und das muss mit einem Applaus beklatscht werden, denn der Ralf Boes
ist ja nun auch bekannt und kann dadurch eben mithelfen, durch seine Bekanntheit und durch seinen Einfluss, dass sehr viele Menschen aufwachen und sich dieser Sache friedlich und auf dem rechtlich einwandfreien Weg anschließen. Und ich werde auch weiter über die Sache berichten. Hier etwas, was dazu passt, auch die Links immer jeweils zu finden bei myweakness.wordpress.com, bei meinem Blog. Da heißt es: tödliche Abgase, Energieversorger hatte Strom abgestellt. Ja, und das war eine Veröffentlichung hier auf der Seite mein-netz.de, hatte mir ein aufmerksamer Zuhörer hier zugespielt. Da heißt es: der Tod eines Vaters und seiner drei Kinder in Thüringen entpuppt sich als soziale Tragödie. Wie Polizeisprecher Thomas Soschinski am Mittwoch sagte, hatte der Energieversorger dem Mann aus Otterstedt wegen Zahlungsrückständen den Strom abgestellt. Deshalb hatte er im Keller ein Notstromaggregat betrieben, an dessen giftigen Abgasen die vier Menschen starben. Also schon wieder Tote wegen Hartz IV und Ähnlichem. Die Leichen wurden am Dienstag zufällig entdeckt. Die Obduktion, so heißt es weiter in dem Bericht, der Toten hat nach Polizeiangaben bestätigt, dass der Mann und die Kinder sich mit Kohlenmonoxid vergifteten. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gäbe es nicht. Daher wird weiter von einem Unfall ausgegangen, ein Tötungsdelikt oder einen erweiterten Suizid können wir derzeit weitgehend ausschließen, sagte Staatsanwalt Dirk Germeroth. Weitere Ergebnisse der Obduktion würden erst am Donnerstag vorliegen, hieß es seitens der Polizei. Ja, also ich bin einfach da wirklich entsetzt, dass das schon wieder hier durch diese Abzocke, ja, durch die Energiedienste, die eigentlich ja nur Energie verwalten für uns, ja, dass sie sich das anmaßen, das quasi nur gegen Bezahlung rauszugeben, ist allein ja schon eine menschliche Tragödie, weil die Energie, die kriegen sie ja gratis, ja. Das sind natürliche Ressourcen, ja, die sie eigentlich für uns Menschen verwalten. Da müsste es auch einen riesengroßen Aufschrei geben gegen diese Abzocke durch so etwas. Und da steht ganz am Schluss dieses Artikels, weil ich nicht alles vorlese, das kann man nachlesen. In Deutschland hat es in den vergangenen Jahren immer wieder Familiendramen durch den, in Anführungszeichen, unsachgemäßen Umgang mit Geräten in Wohnungen und Häusern gegeben. Wegen unsachgemäßen Umgangs mit einem Notstromaggregat starben erst Mitte Oktober ein Vater und Sohn in Gunningen in Baden-Württemberg. Im niedersächsischen Bad Deckenstadt war im Ehepaar 2008 wegen unbezahlter Rechnungen der Strom abgestellt worden. Ein Notstromaggregat sollte Abhilfe schaffen. Seine Gase töteten das Paar. Also diese Energiedienste haben diese Menschen auf dem Gewissen. Nicht das Notstromaggregat. Das brauchten sie ja nur, weil man ihnen den Strom abgestellt hat. Ja. Ja, und da sind zwei Kommentare hier. Eins heißt hier: mein tiefstes Bedauern, da hat unsere Gesellschaft total versagt. Sowas darf nie passieren. Für alles ist Geld da. Nicht für eine Familie mit wenig Bedürfnissen. Hat denn keiner der Verantwortlichen mal richtig zugehört oder einfach nur gesagt, das geht mich nichts an? Ich möchte nicht mit so einer Schuld, auch als kleiner Nichtangestellter leben, der nur im Interesse des Arbeitgebers handelt. Okay, kann man sich also alles ansehen. Das ist erschütternd, dass es so weit überhaupt kommen muss. Und ihr seht schon, worauf ich hinaus möchte mit dem heutigen Thema. Ja. Gut, das sind also die Dinge, die wir jetzt anpacken müssen und können. Wir können ja was tun. Es gibt hier nicht die Ausrede, oh, ich kann ja nichts wirklich machen, sondern wir können alle dazu beitragen, dass wir diese Situation in den Griff bekommen, indem wir nämlich all die Aktivitäten und Aktionen unterstützen, die dazu beitragen, dass dem Terror und der Tyrannei ein Ende bereitet wird. Ja, und ich habe da zum Beispiel in dem Artikel, das ziehe ich gleich vor, weil das eigentlich in gewisser Weise auch schon dazugehört, einen Artikel auch gepostet, einen Link, mit der Überschrift, die ich gewählt habe: entmachtet die Banken. Ja, weil der Punkt ist einfach, wenn wir mal überlegen, ja, warum wir überhaupt in dieser Situation sind, warum es die Menschen, die Hartz IV beziehen in der BRD oder in anderen Ländern irgendwas anderes oder überhaupt Menschen gibt, die in Not kommen,
durch sogenannte Insolvenz, und das ist ein Bericht eines ehemaligen CDU-Stadtrats, der ein Hotel besessen hat, der aus auch wahrscheinlich Unkenntnis der Rechtslage da Insolvenz anmeldete und dann in den in diesen Misthaufen von Korruption und Betrug reingefallen ist, der sich ja überall auftut oder der eigentlich permanent da ist. Das hängt mit diesem Schuldgeldsystem zusammen. Dieses Schuldgeldsystem ist das Grundübel unserer Gesellschaft. Ja, schon Kinder, Jugendliche werden ja verschuldet bis über die Ohren. Dann kommen sie nie wieder raus. Ja, und das möchte man, weil man sie dadurch komplett in der Hand hält. Aber das hört nicht bei jungen Menschen auf, sondern das geht bis ins hohe Alter. Viele Menschen nehmen dieser, der dort auch berichtet, das ist ein Video mit dabei, wie der abgezogen worden ist, im guten Glauben. Der hat auch nicht immer nur gedacht, dass man sich gegenseitig hilft und so und dass man aufeinander vertrauen kann. Und der wurde so abgezogen von allen möglichen Seiten, auch von ehemaligen sogenannten Freunden, dass einem also schwindelig wird, wenn man dem zuhört. Das ist etwas ganz, ganz Übles und das wird von den Regierungen aufrechterhalten und das nicht nur in der BRD, sondern überall. Die stützen dieses Schuldgeldsystem, das nur einigen ganz wenigen gehört, die das also kontrollieren, die auch überhaupt kein Geldproblem haben, weil sie es nämlich selbst ausgeben. Und sie schaffen es aus nichts, aus der heißen Luft heraus. Sie schreiben es, lassen es in irgendeinen Computer schreiben. Selber tun sie es ja nicht. Haben da ihre Leutchen dafür. Und mit diesem Schmuh und diesem Betrug gehen sie überall herum und kaufen sich bei den Leuten, die dem gegenüber blind sind oder die so korrupt sind, dass sie das Spiel mitmachen, eben alles, was sie brauchen, um ihre Tyrannei aufrechtzuerhalten. Und allein schon, wenn wir die Banken entmachten können oder dieses Schuldgeldsystem abschaffen, dann haben wir 365 Tage schlimmsten Halloweens pro Jahr weniger. Ja? Das würde ich mal sagen. Okay, aber bevor wir vielleicht noch weiter in die Details einsteigen, lass uns doch noch mal einen Moment drüber nachdenken, was diese beiden Tage, der 31.10. und der 1.11. eigentlich für uns bedeuten. Ja, zwar jedes Jahr wieder, ja? Vermehrt. Wir kennen ja den 31.10. hier in unseren Regionen als besonderen Feiertag nicht so lange, sondern das ist im Rahmen des Konsumterrors hier bei uns eingelangt, weil man sich natürlich überlegt hat, wie kann man aus dem Tag auch noch ein bisschen Kohle herausholen, und zwar überall durch die gesamten Gesellschaftsschichten hindurch, nämlich Halloween. Halloween, das ist ja ein Fest, was gefeiert wird, dramatisch gefeiert wird in den USA. Von dort ist das richtig um die Welt gegangen, aber eigentlich einen keltischen Ursprung hat. Und ich habe da mal ein bisschen nachgeschaut und es gibt auch einen Link bei mir auf der Seite zu einem Video, das das in relativ kurzen Worten, auch an Beispielen und so erklärt, was das damit auf sich hat. Ist allerdings auf Englisch. Ich habe noch kein gleichwertiges auf Deutsch so schnell gefunden. Wenn ich es noch finde, packe ich es gerne noch da mit hinein. Wir müssen wissen, Halloween also ist etwas, was aus dem keltischen Rahmen kommt. Und die Kelten, die waren natürlich auch in England, also Vereinigten Königreich, wie es heute heißt, ansässig, aber nicht nur dort. Und es handelt sich um einen sogenannten Pagan-Kult. Und Pagan ist eben, man kann es auch mit heidnischen Kult übersetzen. Das kommt natürlich eher dann aus dem Christlichen. Die Christen haben alles, was nicht christlich war, eben als Heiden bezeichnet, ja, vor allen Dingen, wenn es also archaische Glaubensrichtungen waren. Und hier werden eben also Götter angebetet, vielfältigst Naturgötter und so weiter. Ja, und die keltischen Druiden haben diesen 31.10.20, ja, wann auch immer, ne, also den 31.10. immer dann besonders gefeiert, um dort eben ihrem Gott des Todes zu huldigen, mit verschiedensten Arten von Opferritualen. Und dieser Gott soll geheißen haben Samhain, schreibt sich S-A-M-H-A-I-N.
Und das heißt eigentlich auch Halloween erst seit neuerer Zeit. Früher hieß das eben immer schon Samhain oder Samhain, je nachdem, wie man es ausspricht. Und dieser Pagan-Kult mit Samhain wurde also schon tausende Jahre vor dem christlichen Glauben in irgendeiner Art und Weise ausgeübt. Ja, und dort wird also, ja, inhaltlich, ich versuche das zusammenzufassen, wenn man sich damit beschäftigt, kann man natürlich ellenlang eine ganze Sendung drüber machen mit allen, rückwirkenden Informationen, geschichtlichen Entwicklungen und so weiter. Das will ich eigentlich hier nicht tun, sondern ich will einfach nur zusammenfassen für diejenigen auch, die überhaupt keine Vorstellung haben davon, was Halloween eigentlich bedeutet, für uns hier und für überhaupt, eben zu wissen, dass es dort um einen Kult geht, der gedacht war, eben dem Gott des Todes zu huldigen, und an dem Tag inhaltlich sollen eben die ganzen Verstorbenen wieder erwacht sein, um dann eben an diesem besonderen Tag, dem 31.10., irgendwelche Dinge auszuüben, wo man auch so ein bisschen den Kontakt herstellt eben zu den Geistern der Toten, möglicherweise eben auch zu Geisteswesen oder Geistern oder Dämonen, die sich dann in diesen Körpern, in diesen Toten wiederfinden. Und zu diesem Anlass wurden eben Opfer dargebracht von den Druiden, nämlich ob es Pflanzen waren, dann kommt zum Beispiel auch der Weihnachtsbaum her, nicht, aus dieser Überlegung, den wir hier überall als christliches Symbol verwenden zu Weihnachten beispielsweise, und ganz froh und stolz, dass alles da mit allen möglichen Symbolen behaften. Ja, und obendrauf kommt dann noch der Weihnachtsstern und so, der wirklich nur am Rande sicher noch mit dem Christentum zu tun hat. Aber wie auch immer, aber es wurden eben nicht nur Pflanzen geopfert, sondern eben auch Tiere und Menschen. Es gab auch zum Beispiel das Ritual, dass man an dem 31.10. die Leichen Verstorbener ins Feuer warf und dass diese dann zu Asche wurden. Aber es wurden auch lebende Menschen geopfert. Ja, also da gibt es die dolsten Geschichten. Es wurden also Rituale vorgenommen. Ich meine, wir wundern uns ja alle. Ich war zum Beispiel auch am 31.10. in irgendeinem Lokal, um da schnell was zu essen. Und da war alles ausgeschmückt, weil die hatten eine Party durchzuführen, nämlich eine Halloween-Party. Und in der Mitte des Raumes hing also von der Decke ein Totenkopf herunter. Natürlich aus irgendwie Plastik oder Pappmaché oder sonstige Schichtchen. Und Hexen und was weiß ich, alles das konnte man finden. Und natürlich hat auch der Kürbis damit zu tun, der ja so geschnitzt wird, dass er aussieht wie eine Fratze, wie ein Geist, wie ein Dämon, wie der Tod, wie auch immer. Ja. So, und das ist also die Überlegung gewesen, dass man also diesen Tag, diesem Gott des Todes, dem Samhain, gewidmet hat und eben mittels dieser Rituale diese Dämonen oder Geister rief, um eben damit auch Macht zu erringen, und auch heute wird das gemacht. Man kann sich also ansehen, es gibt ganze Gruppierungen von Pagan-Kulten, die überall dann unterwegs sind und da ihre Dämonen anbeten, ja, oder Hexen oder wie auch immer man das nennen will. Ja, und die Gefahr, die natürlich darin steht, ich meine, ich weiß das, als Kind habe ich auch es toll gefunden, als Junge sowieso Piraten zu spielen und so, den Totenkopf da auch als Machtsymbol oder irgendwie andere Leute damit zu erschrecken oder so zu verwenden. Das wird jeder von euch mal irgendwie auch so als Kind erlebt haben. Aber man muss sich auch bewusst sein darüber, was das bedeutet. Ja, das bedeutet ja im Prinzip Tod, und Piraten waren immer gewalttätig. Früher, nicht? Wie immer, Freibeuter, wie immer man sie nannte. Und das bedeutet natürlich, dass man damit auch einen gewissen Schrecken verbreitet, Angst verbreitet, Terror verbreitet, und sogar Regierungen, und das gehört ja wieder hier zu unserem Thema, haben bewusst Freibeuter oder Piraten dazu benutzt, in ihrem Sinne feindliche Staaten oder Nationen, die man also mit denen man im Krieg stand, zu berauben. Man denkt an die Engländer, die also ihre Piraten Verbündeten dann in der Karibik hatten und die dann also diese Goldschiffe der Spanier oder was auch immer überfielen. Da gibt's ja die ganzen Filme darüber von Hollywood, die das glorifizieren. Ja.
auch Spielzeug. Nicht? Geh mal in die Spielzeugläden hinein, du wirst da viel von diesen Symbolen finden, gerade zur Halloween-Zeit. Das ist natürlich ein Spaß für die Kinder, sich zu verkleiden, nicht nur für die Kinder. Aber sie müssen auch begreifen, was das bedeutet. Das ist nämlich eine Konditionierung hin dazu, den Tod anzuhimmeln, den Tod toll zu finden und auch die Art und Weise, wie Menschen zu Tode kommen. Ja, das darf man nicht vergessen. Man sollte schon auch bewusst den Kindern, wenn man das selbst erkannt hat, auch über diese Dinge mal, die mal darüber informieren, was damit auf sich hat. Das heißt, mit diesem ganzen Kult, diesem Pagan-Kult, dieser Anbetung am 31.10.2012 hier in diesem Beispiel oder eigentlich immer am 31.10. zum sogenannten Halloween-Tag, ist es eben die Glorifizierung von Gewalt, das Fördern von Schrecken und Furcht, Gewalt und Tod, um das den Leuten einzuimpfen und auch ihnen entsprechend, also sie so zu konditionieren, dass ihnen das ständig bewusst ist, dass ihnen das selber auch blüht. Ob sie es bewusst so sehen oder ihr im Unbewussten behandeln, beim Schrecken findet ja auch im Unbewussten statt. Ja, und es scheint also ein Teil eben dieser Gesellschaftsveränderungsstruktur zu sein, diese okkulten Formen eben dieser, ja, letztendlich Eugenik-Programme. Das ist ja ein altes, uraltes Eugenik-Programm, wenn man das so will. Und man den Tod fördert, wahrscheinlich dann natürlich nicht von allen, sondern nur einer bestimmten Gruppierung, wie immer das ja schon war. Auch früher waren die Leute schon korrupt. Dass man also diese okkulten Rituale fördert und sie in einen Normalzustand bringt. Das heißt, die Leute, für die ist das normal, ja, Piraten sind normal, die müssen da sein. Es gibt ja sogar eine Partei, die sich Piraten nennt, ohne sich darüber im Klaren zu sein, dass bei der Verwendung eben dieses Begriffes sie natürlich auch eine gewisse, einen Begriff verwenden, der ja damit zu tun hat, dass früher Menschen da umgebracht wurden, ja, durch Piraten. Und zwar nicht aus irgendwelchen ethischen Überlegungen, sondern einfach aus wegen Materialismus. Man wollte an die Besitztümer dieser Leute und wollte auch, hatte Spaß am Töten. Das muss man so sehen. Da sollte man auch mal drüber diskutieren, auch Piraten intern. Nicht? Wenn man jetzt mal in der Partei ist, hat man bestimmt auch schon ein paar Mal getan. Ne? Okay, ich will jetzt hier nicht irgendwas verdammen, notwendigerweise, aber ich möchte darauf aufmerksam machen, dass es hier doch auch Inhalte gibt, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und die Christen, die ja so erst ja später kamen, weil dieser Pagan-Kult vom Samhain war ja schon länger, schon uralt. Das ist ja auch das, was beispielsweise in der Bibel, im Alten Testament dort angeprangert wird. Man soll eben keine Götzen anbeten. Die stellten sich da alle möglichen Tiere hin und was weiß ich. Eben das wollte man nicht. Das wollte der Gott nicht, sondern hat einfach klar gemacht, dass das alles verschwinden muss. Aber die Leutchen hören ja nicht. Das ist im Moment sind wir wieder in so einer Phase, wo das Christentum eben aus religiöser Betrachtung jetzt mal eher an die Seite gedrängt wird, zur Seite gedrängt wird und solche Dinge wie Materialismus, Geld als Mammon verehrt wird wie nichts, was man sonst kennt, sogar von den Leuten, die gar kein Geld haben. Ja, die verehren auch Geld als den größten Gott, den es gibt. Aber die Kirche hatte damals eben schon versucht, gegenzusteuern, gegen diesen paganen Kult und hatte dann eben am 1.11., am 1. November einen Feiertag eingeführt, nämlich, ich komme da jetzt mal aus der englischen Betrachtungsweise, den All Saints Day. Dann wurden also die Heiligen der Kirche, und das kam ja aus dem Katholischen erstmal, wurden dort verehrt. Und daraus hat sich also aus dem All Saints Day hat sich All Hollow Day entwickelt. Und Hollow, das muss man wissen, ist auch heilig. Ja, heißt auch übersetzt heilig. Und da ist dann nachher Halloween draus geworden in einer Kurzform. Ja, und hier im Deutschen heißt es Allerheiligen. Ja? Also es ist irgendwie alles miteinander verknüpft. Ja, aber auch hier wird natürlich der Tod, dem Tod gedacht, ja. Und da kann man natürlich in gewisser Weise auch wieder ein verstecktes,
eine versteckte Verknüpfung zu dem alten Pagan-Kult, der auch immer noch existent ist, entdecken. Ich denke, das wollte ich mal so ein bisschen einflechten. Ich habe versucht, das auf das Wesentliche zu konzentrieren. Hier die Übersicht über diese, ja, die geschichtlichen Herkünfte dieses Halloween-Festes. Und ich denke, da sollte man auch unbedingt einmal mit Kindern oder mit anderen mal darüber sprechen. Ich meine, man kann ja deshalb trotzdem gerne eine Party veranstalten. Das soll ja nicht daran liegen, dass man jetzt Partys verbietet, aber man sollte sich überlegen, welche Art von Symbolen man sich bedient. Und ich muss gestehen, für mich war das auch nie so besonders wichtig, mir darüber Gedanken zu machen, auch mit dem Tannenbaum und so zu Weihnachten und so. Das habe ich immer als, das gehört eben dazu, zum Familientradition und was weiß ich. Aber seitdem ich mir darüber im Klaren geworden bin, was das eigentlich bedeutet und wem man da eigentlich dient damit, seitdem habe ich keinen Weihnachtsbaum mehr aufgestellt. Ne? Also, okay. Das ist jetzt die Frage, wie man damit umgeht. Man muss sich halt einfach mal darüber bewusst sein und darüber bewusst werden. Ich meine, der Tod gehört natürlich zu unserem Leben dazu. Er ist eine zwangsläufige Folge unseres Daseins, weil wir als Mensch eben in unserer Hülle versterben. Und das, was überbleibt, ist eben das Skelett, was weiß ich, irgendwie, und wir zerfallen zu Staub irgendwann. Das ist klar. Aber trotzdem ist ja die Frage, was man eben mit dem, ja, mit diesem, was darum herum ist, umgeht. Ich meine, es gibt den natürlichen Tod und dann gibt es natürlich den gewaltsamen Tod. Und es wird eben hier durch den Samhain, durch diese Anbetung dieses Todesgottes, der Pagan-Kultur, da geht es nicht nur um den natürlichen Tod, da ist immer etwas verbunden damit. Ne? Der Drang, eben mit anderen Geistern in Verbindung zu stehen. Und wir wissen ja alle, dass eben die dominante irrsinnige Minorität sich da besonders hervortut in dieser Geschichte, weil sie eben einem Kult angehören, der eben den Tod anhimmelt, und zwar am liebsten den gewaltsamen Tod. Sonst gäbe es die ganzen Eugenikprogramme nicht, über die wir ja auch mal in jeder Sendung sprechen. Ja, und deshalb wird es auch keine Kriege geben. Ne? Okay. Ja, also jetzt, das ist, dachte ich, nochmal wichtig, dass man einfach darüber einfach offen spricht. Und wer da auch noch Anmerkungen dazu hat, kann das gerne reinsenden. Jedenfalls ist es so, dass, das habe ich eben auch zur heutigen Sendung rechtzeitig gerade noch entdeckt, dass es nämlich jetzt einen Feldzug gibt, der sogenannten Illuminati, der Gruppierung, die ich die DIMMs nenne, die also hier ihre okkulten Überlegungen, ihre Verehrung eben der Geister, die den Tod bringen, mit sich organisieren und das verbreiten. Und sie haben zu Halloween, das heißt zu gestern, wurde ein Illuminati-TV-Network gegründet, was ab sofort eben besondere Inhalte hat. Und das war gefunden unter heraldonline.com. Da steht Worldwide Illuminati Network Supporting Witchcraft and Pagan Lifestyles to Debut on Halloween. Übersetzt heißt es weltweites Illuminati-Netzwerk unterstützt Hexerei oder Zauberei und Pagan-Lebensstil, und das ist zu Halloween lanciert worden. Ja? Mitteilung aus New York, dass dort jetzt also um 24 Stunden Online-TV- und Radio-Netzwerk und auch im Internet zu empfangen gestartet ist, und die sind natürlich vollgepackt mit Kohle, ne, ohne Ende, weil sie natürlich genau das bringen, was es eigentlich alles geht. Nicht? Und auch Disney und solche Firmen oder Hollywood und so beschäftigen sich mit dem Tod. Das ist alles das Gleiche. Es geht da ordentlich zur Sache. Okay, das dachte ich, ist interessant. Das müssen wir auch verfolgen, wie sich das weiterentwickelt. Man muss da auch einfach drüber offen sprechen. Ich meine, denken wir auch nur mal daran, hier was in den Schulen auch so gelehrt wird. Ne? Ich bin da mal ganz entsetzt gewesen, dass da solche Zaubereien und Hexereigeschichten da erzählt werden. Ich meine, und zwar als Teil des Schulunterrichts.
man kann ja über alles Mögliche diskutieren, aber dass das dann sogar noch dann promoted wird, also gefördert wird, das hatte mich immer besonders gewundert. Okay. So, ich will auch nicht alles vorlesen. Wer da Interesse hat, kann das nachvollziehen. Die haben mit diesen Sachen natürlich nur Erfolg bei denen, die ihnen sowieso anhängen oder die sich eben verführen lassen, ohne dass ihnen bewusst wird, was damit eigentlich für Ziele bezweckt sind. So, und jetzt, bevor ich weitergehe hier in den einzelnen Punkten, nochmal hier Zusendungen von unseren Zuhörern hier. Menschenrechte, aber nicht bei uns. Hallo Detlef. Menschenrechte werden heute gewöhnlich als Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat zum Schutz seiner Freiheitssphäre verstanden. Weil aber Menschenrechte auch von dritter Seite bedroht werden, wird davon ausgegangen, dass außerdem zu jedem Menschenrecht eine staatliche Schutzpflicht gehört, mit der es ein Menschenrecht vollständig verwirklicht werden kann. Durch die Ratifizierung von internationalen Menschenrechtsabkommen sowie durch deren Verankerung in ihren nationalen Verfassungen verpflichten sich die Staaten, die Grundrechte und Völkerrechte zunehmend umzusetzen, als einklagbare Rechte auszugestalten, genau, und nicht Bankenrechte über Menschenrechte. Danke, klasse Sendung, weiter so. Nur die EU. Macht es nicht. Ne? Das ist richtig. Die EU ist ja auch kein Staat. Ne? Das ist einfach eine Nichtregierungsgruppierung, ja, wo sich ja so einige Nationen da gemeinsam eben zusammengeschlossen haben, die aber gerne Staat sein würden. Ne? Aber es geht schon deshalb nicht, weil eine der beigetretenen oder Mitgliedstaaten eben gar kein Staat ist, sondern nur eine Nichtregierungsorganisation. Das ist also ein Ding der Unmöglichkeit. Ja? Kann gar nicht passieren. Und darüber muss man, das muss man einfach nur klar sein. Ne? Und dann Bewusstsein stärkt unsere Position und schwächt deren Möglichkeiten, ihre Tyrannei umzusetzen. Prima, klasse. Ihr könnt mir weiterhin ja auch Dinge hier zuschicken unter radio.wakeness.net. Hier kommt was rein. Hi Detlef, die Enteignung in Werl geht jetzt los. Doppelte Grundsteuer ab 2013. Enteignung der Werler Bürger. Also Werl ist da bei Dortmund, Nordrhein-Westfalen, in der BRD. Also Enteignung der Werler Bürger und Wasser predigen und Wein trinken. Die Reichen leben von den Dummen und die Dummen von der Arbeit. Okay. Ja, also hier steht, bei MM News steht ein netter Kommentar über Wagenknecht, die Sarah Wagenknecht. Ne? Er lautet, man muss sich nur mal die Vita, also Lebenslauf, von der Frau Wagenknecht ansehen, 43 Jahre alt und noch keinen einzigen Tag realwirtschaftlich gearbeitet. Nur durch die Instanzen gedient, ne? Wahrscheinlich. Wie auch immer. Ne? War die nicht mal die Freundin von dem, okay, wisst schon. Sondern nur eine Transferleistung, dem Steuerzahler auf der Tasche gelegen ist und Kommunismustheorien zum Besten gegeben. Sarah, geh mal richtig arbeiten, verschone uns mit deinem Marx-Geschwätz. Genauso ist es in Werl auch. Sparkommissar hält Anfang 2012 vor Bürgermeister, Sparkassendirektor und Ratsmitgliedern einen Vortrag, wie man in Werl den Haushalt sanieren will. Sparkommissar, Bürgermeister und Sparkassendirektor, alle wahrscheinlich auch noch keinen einzigen Tag realwirtschaftlich gearbeitet, sondern seit Jahrzehnten nur von Transferleistungen dem Werler Bürger auf der Tasche gelegen und einen Schuldenberg in Höhe von 165 Millionen Euro hinterlassen und Entschuldungstheorien zum Besten geben. Geht mal richtig arbeiten, verschont uns mit eurem Umverteilungsgeschwätz, in Klammern Stärkungspakt, welcher die Werler Bürger enteignen soll. Bin schon ganz gespannt darauf, wann die Werler Bürger den Bürgermeister endlich zum Waldmeister befördern. Waldmeister. Ist das nicht irgendwie so ein Getränk? Oder muss er dann im Wald irgendwie das Laub zusammenfegen oder was? Wäre vielleicht auch mal eine richtige Aufgabe für so einen Bürgermeister, ne? Oder? Klasse, also weiter so. Jo. Da kommt noch ein Hinweis hier. Perversion in der Werler Sparkasse. Noch ein Zusatz dazu. Die Aufgabe des Sparkassendirektors ist es, die Werler Bürger zu verschulden. Dafür bekommt der Sparkassendirektor sogar noch eine Belohnung. Die nennt sich Kreditvermittlungsgebühr. Ja, rechte oder linke Tasche. So, schon ein wenig pervers, um nicht zu schreiben abartig. Ja, einfach unglaublich. In der Werler Sparkasse läuft ein Mann herum, der bekommt quasi eine Belohnung dafür, wenn der Werler Bürgern Schulden vermittelt. Solange dieser Mann dort weiter umwirrt, seine Perversion
wozu er sich offenbar berufen fühlt, mit einem fantastischen Jahressalär von knapp 300.000 Euro nachgehen kann, braucht sich niemand in Werl noch zu wundern, wieso die Stadt Werl 150, 160 oder 200 Millionen Euro Schulden hat. Von Aufgewachter. Ey, das ist doch der Hammer, ne? Also, was hatte ich vorhin gesagt? Banken müssen weg, ne? Würde jetzt der Deutsche in Nordrhein-Westfalen sagen, ne? Oder? Banken müssen entmachtet werden. Das ist auf jeden Fall klar. Hier kommt noch was rein. Hallo Detlef, was glaubst du, wer das heutige Staatssystem entwickelt hat? Es ist das Rothschild-System und ihre nützlichen Idioten, um den globalen Kooperatismus zu festigen, sonst wäre dieses Schuldgeldsystem begrenzt möglich und hätten heute nicht diese Machtkonzentrierung. Zu Halloween. Halloween ist das höchste weltweite Ritualfest der alten Satanisten und leider wurden wieder einmal Unmengen von Kinderopfern und sonstiges an Opferritualen durchgeführt und noch durchgeführt. Wurden und werden noch durchgeführt. Wie traurig. Einfach nur verabscheuungswürdig und so weiter. Gut. Richtig. Das ist es. Also, wir müssen ein bisschen aufwachen. Auch aufwachen in Bezug auf das Realisieren, dass man unbewusst durch Rituale, die stattfinden, durch Dinge, die gesellschaftsmäßig immer schon so waren, durch konservatives Handeln, gegebenenfalls eben diese ganzen Dinge unnötigerweise fördern. Und man muss sich wirklich bei jeder Sache, die man tut, überlegen, und das fällt einem dann leichter, wenn man eben diesen Bewusstseinsschritt schon gemacht hat, dann fällt einem das eigentlich sofort auf. Ja, bei jedem Film, den man sich anguckt, bei jedem Plakat, das man sieht, bei jeder Aktion oder bei jedem Bericht in irgendeinem Matrix-Medium, fällt einem das wie Schuppen von den Augen, man erkennt sofort, um was es da eigentlich wirklich geht. Ja. Hier kommt noch was rein, hier ein Zitat des Piratenkapitäns Charles Bellamy. Charles Bellamy, einer der Genossen von New Providence, suchte den Kapitän eines geraubten Frachters mit folgender Rede zum Beitritt zu bewegen. Verdammt nochmal, ihr seid ein schnieflicher Hundsbalg und genauso wie alle, die hinnehmen, von Gesetzen regiert zu werden, die reiche Leute zur eigenen Sicherheit gemacht haben, weil diesen feigen Hundeseelen die Courage fehlt, auf andere Weise das zu verteidigen, was sie durch ihre Schurkereien zusammengerafft. Fluch und Blut über dieses Pack gerissener Schufte und über euch, die ihr denen als ein Posten hühnerherziger Trottelgarde recht dient. Sie verhohnepiepeln uns, diese Fetthälse, diese Racker, und das ist der einzige Unterschied. Sie berauben die Armen unter dem Deckmantel des Gesetzes, nicht wahr? Und wir plündern die Reichen unter dem Schutz allein unserer Courage. Verflixt, wäre es nicht tausendmal besser für euch, bei uns mitzumachen, anstatt hinter den Ärschen dieser Bösewichte herzuschnüffeln, bloß wegen ein bisschen Beschäftigung? Nein? Grüße. Ja, danke. Ich hab's jetzt mal fast original vorgelesen. Ne? Zitat, ne, war das. Ja, aber es gab eben auch mordlustige Piraten darunter. Es ging nicht nur um eben dieses hehre Ziel, nur den Reichen ihr Geldsäckel abzunehmen und es dann umzuverteilen, sondern es wurde gemordet, auch aus Lust am Töten. Das kann man auch in vielen Filmen sehen, wo das nachgestellt ist. Oder eben aus vielen Berichten auch erkennen. Ja? Also es ist nicht nur wegen der Umverteilung nicht gerecht verteilter Vermögenswerte, ne, gemacht worden. Okay. Ja, also das ist, denke ich mal, wichtig, dass wir uns darüber auch Gedanken machen. Und das passte ja nun wirklich gut zum heutigen Thema, oder? Ja, wir haben ja als Thema heute vor allen Dingen auch den Terror der Regierungen. Und wir haben schon am letzten Dienstag darüber gesprochen. Wir haben ja erlebt, wie das hier an uns vorbeigezogen ist, durch die Massen bzw. Matrix-Medien gegeistert ist. Nämlich dieses unglaubliche Ereignis, dieses Frankenstorm. Ja? Frankenstorm, wie gesagt, für diejenigen, die das jetzt nicht wissen, was das heißt. Es gibt ja den Frankenstein, ne? Das Monster. Ja? Und das ist in Amerika eben auch durch Serien und Filme sehr bekannt. Und deshalb kam man sofort auf einen Frankenstorm, weil man
irgendwie schon durchschaut hat, dass da irgendwas faul im Busch ist mit diesem Sturm. Ne? So entsetzliche Auswirkungen der hatte, so viele Zerstörungen, wie er gemacht hat, so viele Menschenleben, die dort zu bedauern sind und die Auswirkungen, die noch nicht mal ganz überstanden sind, wissen wir ja doch. Und das geht hier ganz explizit aus Veröffentlichungen aus den Matrix-Medien hervor. Und ich habe da einige Links dazu gebracht, die man sich auch im Original dann anschauen kann, wo im Fernsehen darüber gesprochen wird, dass es sich um einen hybriden Sturm handle, einen hybriden Hurrikan. Und alles, was mit Hybriden zusammenhängt, da muss man schon mal gleich hellhörig werden. Ja? Was heißt das denn jetzt? Ja? Was ist denn ein hybrider Sturm? Da kann man einfach nur den Schlussfolgerung sagen, aha, ist also ein Mix aus einem natürlichen Sturm und einem künstlichen Sturm. Das würde das Hybrid genau übersetzen. Und genau das scheint auch geschehen zu sein, dass man nämlich einfach hier Einfluss genommen hat und wir wissen, die Technologie und so weiter ist da, dass man das also alles steuern kann und verändern kann, wie man es braucht. Und zwar aus welchem Grund und wieso man das gebraucht hat, werden wir gleich diskutieren. Machen wir aber gleich hier nach der Pause. Ich mache jetzt hier schnell einen kleinen gedanklichen Waschvorgang, dass man wieder so ein bisschen Pagan-Kult verliert aus unseren Gehirnbindungen, obwohl den sollte natürlich immer irgendwo noch mit Hinterstübchen drin bleiben, wenn wir alles das betrachten, was wir so erleben. Und wir gehen mal hier eine kurze kleine musikalische Pause und hören uns hier Cruella an. Ein Song, der hat es auch in sich. Habe ich auch fürs heutige Ankündigungsvideo verwendet von Alvin IRB. Ja, klasse Musik. Bleibt dran. Ist der Detlef von Wakeness Radio. Es wird gleich hochspannen. In der zweiten Stunde. Für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr die europäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net.
News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr europäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Ja, und ich sind etwa wieder zurück hier aus dieser kleinen Durchpustpause, ne? Fürs Gehirn. Den Gehirnwindungen, ne? Die schlängeln sich ja da durch die untere Hirnschale. Okay, wir sind in der zweiten Stunde unserer heutigen Sendung am 1. November 2012 und wir hörten hier klasse Song von Alvin IRB, Cruella, passt ja zum Thema, ne? Oder? Jo, also klasse, dass ihr hier alle bei mir heute eingeschaltet habt an einem Feiertag. Ne? Aber was es damit auf sich hat, haben wir ja schon in der ersten Stunde der heutigen Sendung diskutiert. Und das heutige Thema, das wir heute haben, ist ja das Gruselkabinett des Regierungsterrors. Ne? Da haben wir schon ein bisschen damit begonnen. Und wer das sich nachher auch nochmal anhören möchte oder jetzt erst später zugeschaltet hat, die es nicht mitbekommen hat, das kann ich nachher, oder sagen wir, das spiele ich nachher wieder ein als Wiederholung. Ja, also etwa ab 18 Uhr, ne, wenn die Sendung hier vorbei ist. Müsst ihr ein bisschen Geduld haben noch, dann kommt das noch einmal. Und übrigens auch sind natürlich alle Zuhörer bei milen-fm.lu oder .net willkommen, ja. Übertragen da unsere Sendung auch immer parallel mit. Ja, und die gruseln sich heute auch beim Detlef hier seiner Wake News Radiosendung. Oder? Okay. Ja, und wir wissen ja, und das ist immer Teil auch meiner Berichterstattung hier bei Wake News Radio, Wake News TV, dass es sich hier um eine kleine Gruppierung von Wesen handelt, die uns fest in ihrer Faust, in ihrer eisernen Faust zu halten, glauben, ja, und die nenne ich die dominante irrsinnige Minorität, abgekürzt DIMS. Wer das mal häufiger hört bei mir, damit er weiß, was damit gemeint ist. Und zu den meisten der heute angesprochenen Themen habe ich auf meiner Seite mywakeness.wordpress.com die entsprechenden Links gepostet. Vieles ist halt auf Englisch, das lässt sich nicht verhindern. Aber wer da ein bisschen einsteigen möchte, und das bitte, dazu fordere ich immer auf, ja, mir nicht blindlings alles zu glauben, sondern Information muss immer verifiziert werden. Man muss immer selber darüber nachdenken, kann das stimmen, was er gesagt hat? Oder wenn, ich gucke mal selber nach. Oder stimmt das nicht? Und so weiter. Ne? Deswegen gebe ich ja die ganzen Quellen an. Ich mache ja meine Sendung auch so, deswegen, damit man einen Anstoß bekommt, sich mit den Dingen etwas näher zu beschäftigen. Und gerade die Fragen mit Halloween, das ja mehr und mehr um sich greift, also als quasi als Konsumfest gefeiert wird, mit ordentlich Party, ne? Was es damit auf sich hat, sollte man sich ruhig nochmal anhören. Ich habe es so in kurzen deutschen Worten wiedergegeben. Okay. Ein großes Thema war natürlich in der ersten Stunde auch die kontinuierliche Menschenrechtsverletzung der BRD, ja, oder überhaupt in Europa, weil es wird hier das Menschenrecht mit Füßen getreten, jeden Tag millionenfach. Und auch solche Grüppchen wie Amnesty International und so müssen jetzt ihren Hintern hochkriegen und sich auch mal mit diesen Dingen auseinandersetzen. Das haben sie auch schon. Sie haben auch schon die zunehmende Gewalt und die Willkür durch die Sicherheitsorgane in den europäischen Ländern ja beklagt, haben das angeklagt und haben dazu aufgefordert, dass das aufhört und dass das, weil die Regierungen haben das Machtmonopol, ja, hat man ihnen zugestanden. Ob das jetzt richtig ist oder nicht, sei dahingestellt. Das kann man ja auch diskutieren. In den USA ist es ja ganz anders. Da sieht ja die Verfassung vor, dass jeder Einzelne bis an die Zähne bewaffnet sein darf und sein muss, weil Angriffe auch von innen auf die Freiheit der Menschen erfolgen können, also nicht nur von außen durch Feinde, die irgendwie in einen Staat einbrechen, sondern auch, dass es sich Gruppierungen geben kann in dem Staat selber, die dafür sorgen, dass die eigenen Bürger, die Bewohner, die Leutchen, um die es geht, auch angegriffen werden. Und das ist aus Sicht vieler Experten und vieler Menschen inzwischen überall der Fall, ja, nicht nur in den USA.
Und weshalb man leichtfertig hier auch die eigene Bewaffnung abgeschafft hat, das gab es ja auch früher hier, zum Beispiel in der Schweiz, ne? Die Leute werden alle entwaffnet, ne? So still und heimlich, und so, ach ja, damit Kanonenfälle passieren und so, und damit nicht irgendeiner irgendeinen umschießt, weil er verrückt geworden ist oder so, entwaffnet man das ganze Volk. Ne? Und die Waffe lässt man ihnen zwar im Moment noch, aber die ganzen Munition, ne, darf er nicht haben zu Hause. Ne? Was soll er da machen? Mit dem Gewehr den Feind tot werfen? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Okay, also das ist auch hier wiederum, die Vermutung liegt auf dem Tisch und das spreche ich immer bei mir ganz offen aus und deswegen festschnallen hier für alle, die das erste Mal hier beim Detlef mithören. Das ist unangenehm, weil ich so ausspreche, wie ich sehe. Das ist eine Versklavung, eine Entrechtung, eine Besiegung der freien Menschen, die eigentlich überall das Recht haben, frei leben zu können. Ja, denke, das sollte jeder auch mal unter dieser Perspektive betrachten und nicht nur immer mit Kanonen auf Spatzen schießen. Ja, wenn also irgendwelche Unfälle passieren, ob bewusst oder unbewusst mit Waffen irgendwo, heißt das ja nicht, dass das Gros der Leute, die eigentlich Waffen hätten oder haben könnten, nicht auch verantwortungsvoll damit umgehen. Denn nicht die Waffe und die Munition ist schließlich das Übel, sondern immer nur der Mensch. Der ist dann eben möglicherweise falsch verwendet. Und ich verweise da auch nochmal an auf die US-amerikanische Szene, wo ja jetzt auch eben durch diesen Sturm, diesen hybriden Sturm, ja, in der Folge ist dazu gekommen ist, dass Leute also auch dort plündern, ja, die plündern die Geschäfte oder die Häuser, die eben unbeschützt dort und vielleicht von den Bewohnern verlassen dort sind. Und da ist es ja so, da gibt es ganz viele solche Geschichten, dass Menschen sich erfolgreich gegen Einbrecher zur Wehr setzen, auch rechtlich einwandfrei in den USA, indem sie zum Beispiel solche Einbrecher, die also ihr Heim unerlaubt betreten, teilweise erschossen haben. Ja, hier gab es gerade eine solche Geschichte, da hat ein 12-jähriges Mädchen einen Einbrecher erschossen. Ja. Kann sich nur ausmalen, was eventuell sonst mit ihr geschehen wäre, ja, wenn er Erfolg gehabt hätte. Ja, und das muss man eben, und wenn das alle Einbrecher wissen, dass ihnen das blühen kann, dann wird es wahrscheinlich wesentlich weniger Einbrecher geben in dieser Region. Ja? Dass sie dann wissen, dass sie nicht einfach nur Freispruch kriegen, naja, weil, ja, wieso? Ne? Aber okay, das ist auch nicht das heutige Thema. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass es diese Regelungen in anderen Ländern ja gibt. Und man sich die Frage stellt, warum eine Regierung das nicht will, warum es das Machtmonopol auf sich münzt, aber gleichzeitig nicht in der Lage ist, für Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Denn ich meine, dadurch, dass man den Bürgern keine Waffen zugesteht, passieren da zunehmend mehr Verbrechen. Und aus eigener Erfahrung, wenn man also irgendwelche die Polizei ruft, wenn dann schon Gefahr im Verzug ist, ja, bis die kommen, ja, da sind Leute schon dreimal umgelegt worden, ne? Also das passt irgendwie nicht zusammen, wenn man es auch ganz logisch betrachtet. Und wenn eine Regierung ihr Machtmonopol missbraucht, dann muss man zu Recht hinterfragen, ob das alles dann richtig ist. Ob man der Regierung, die ja nichts anderes ist, als die Diener des Souveräns, das heißt der Menschen, die in einer bestimmten Nation, in einem bestimmten Gebiet leben, denen man den Auftrag gegeben hat, die Organisation im Griff zu behalten, ja, wenn die nicht in der Lage sind dazu und das eben eher nur für sich oder für andere Zwecke verwenden, dann muss man die Frage stellen, ob das alles rechtmäßig ist. Und darum geht es auch in Teilen meiner Sendung. Ich sage das jetzt mal ganz allgemein. Ja, es geht ja nicht nur um die Bundesrepublik oder nicht um die Schweiz oder nicht um Österreich, sondern es geht um alle Länder, die betroffen sind. Ja, und wie gesagt, dieser Sturm, Frankensturm, Sandy, wie er auch genannt wird in den USA, da wird also drüber diskutiert, wie der denn überhaupt einmal zustande gekommen ist. Wir hatten das auch schon am Dienstag kurz erläutert, dass also die Hinweise darauf, dass es sich um einen künstlich erzeugten Sturm handelt, ziemlich offensichtlich sind. Und künstlich erzeugen können das natürlich nur die Regierung selbst, weil die eben über alle Mittel und das Budget und die ganzen
Möglichkeiten verfügen. Die haben die Flugzeuge, die können einem Flugzeug gestatten oder nicht, ob es fliegt, zum Beispiel um Chemtrails auszubringen. Ja, wir wissen ja, dass Chemtrails, das Ausbringen von Chemtrails auch das Wetter beeinflusst. Es wird ja für Geoengineering verwendet. Man kann damit sowohl Dürren erzeugen, man kann damit auch Überschwemmungen erzeugen, man kann alles Mögliche damit machen. Und natürlich die HARP-Einrichtung, das ist ja diese Waffe, ja, die sie in den Händen halten, womit sie das Wetter kontrollieren wollen, um damit alles Mögliche machen zu können. Und ich will jetzt keinen Vortrag hier über HARP halten, weil da gibt es ja Spezialisten dafür, das kann man auch alles nachlesen. Aber wir wissen, dass HARP eben die Ionosphäre erreicht und dort diese aufhitzen kann und dann die Energiewellen rund um den Globus schicken kann und sie gezielt irgendwo abladen kann, auch zum Beispiel einzuwirken auf Wetterlagen, um zum Beispiel einen Sturm zu verhindern. Ja, die Überlegung war natürlich, wie kann man eigentlich sich schützen vor Katastrophen? So ist das bestimmt auch irgendwie mal begonnen. Aber man kann es natürlich umgekehrt auch verwenden, um Stürme oder andere Naturkatastrophen auszulösen. Und wir wissen, dass es möglich ist, auch damit Erdbeben zu erzeugen oder eben dazu beizutragen, dass Vulkane aktiv werden, wie auch immer. Ja. Und da gibt es ganz viele Hinweise darauf, dass dort sehr viele HARP-Aktivitäten und Chemtrailing-Aktivitäten festgestellt wurden. Ich habe auch direkte Berichte aus den USA, Augenzeugen, die gesehen haben, dass zum Beispiel über New York enorme Chemtrail-Wolken zu sichten waren. Und da hat es jetzt dann auch in der Folge Schneestürme und alles Mögliche gegeben. Denn was die ja ausbringen, das sind ja kleine Partikelchen, Nanopartikel, die dann auch dazu beitragen, dass das dann nachher abregnet. Häufig passieren eben diese Chemtrail-Angriffe auch, bevor es irgendwie zu Niederschlägen kommt. Ja, muss man doch aufpassen. Hier ist das so, wir hatten auch gestern einen wunderschönen blauen Himmel, oder zumindest halbwegs blauen Himmel, heute. Und dann kamen ganz viele Chemtrail-Flieger, auch unglaublich, wie die sich hier entwickelt haben, hier in Basel. Und jetzt heute ist nur trüb, nur bedeckt und nur wolkig, diesig, neblig. Ja. Okay. Also, das ist ziemlich klar. Ja. Jetzt ist aber dann auch erstaunlich, wie weltweit ganz schnell diese ganzen Informationen zu diesem Frankenstorm Sandy rumgingen. Ja, und dann natürlich im Wesentlichen darauf eingegangen wurde, wie zerstörerisch und gewalttätig dieser Sturm war. Wie man jetzt da die FEMA und die Behörden, wie die sich angestrengt haben, eben die Leute zu retten und was weiß ich. Und natürlich auch darauf hingewiesen, dass die alle natürlich viel zu wenig Geld haben. Die müssten noch mehr besser ausgerüstet werden mit Mitteln. Ja, auch klar. Und natürlich, ja, ach, hier, und Obama wurde gefeiert als der Held, der jetzt hier die Zügel in der Hand hält. Und wenn das aufgefallen ist, also Obama, von dem war ja sonst nie die Rede, ne? Oder nur irgendwelche, wo er sich verbeugt für irgendwelchen saudi-arabischen Königen und sowas, ne? In tiefer Verbeugung, im Bückling macht. Nee, hier saß er im Lagebesprechungszentrum des Weißen Hauses, ne? Vielleicht haben sie es auch früher alles aufgenommen, weiß man nicht. Okay, der steht ja im Wahlkampf, ne? Und da muss er jetzt mal irgendwie, ja, die Sache in den Griff kriegen, ne? Und so wird das im Prinzip auch gesehen, dass es nämlich da irgendwie damit zusammenhängt, dass eben Wahlkampf ist. Und man hat sich offenbar hier die Möglichkeit ausbedungen zu sagen, naja, also vielleicht führt das dazu bei diesen Schäden und so, dass der ganze oder teilweise der Wahlkampf ausfallen muss. Ne? So dass wir natürlich sofort alle hellhörig sind. Auch wenn man von hybriden Stürmen spricht, ne? Oder auch sagt, ja, dass die Elektronik und elektrische Versorgung und so auch von Wahlkampfmaschinen, ne, die wählen ja alle da elektronisch inzwischen in vielen Bundesstaaten, was man ja eh manipulieren kann, aber sind sich vielleicht nicht ganz sicher, ne, ob es auch wirklich alles klappt. Oder auch ausschließen kann, gewisse Regionen auch ganz gezielt ausschließen kann, wo man eh weiß, dass die gegen den einen oder den anderen wählen. Dass das vielleicht damit zusammenhängt, dass man das da also in Kauf genommen hat, dass so viel zerstört wurde und das geht wirklich in Millionenhöhe. Und man hat die Bilder gesehen der Überschwemmungen, auch wenn
das nicht das ist, wovor wir immer Respekt haben, dass es 100 Meter hohe Wellen sind, die mal irgendwann vielleicht an die Küstenorte einschlagen können. Aber eine 4 Meter hohe Welle macht es dann auch schon. Ne? Also das ist auch schon eine gewaltige Geschichte. Und das sind also ganze Menschen leere Gebiete jetzt, also weil die alle evakuiert wurden oder weggegangen sind, gerade in New Jersey und Long Island und wo alles auch unter Wasser steht. Und aber ich meine, das sind natürlich alles Momentaufnahmen. Wichtig ist, dass es hier eben auch eine Links gibt in meiner Veröffentlichung mywitness.wordpress.com, wo eben auch Fragen gestellt werden dazu, warum und wieso dieser Sturm eigentlich so ablief und so weiter. Da kann man eben relativ schnell auch feststellen, dass diese ganzen Katastrophen natürlich auch deswegen kommen, weil der Staat oder die Regierungen, besser gesagt, ob es jetzt national oder eben Bundeslandregierungen sind, eben einfach auch nichts getan haben im Vorfeld davor, irgendwie solche Katastrophen abzuwenden. Ja. Ja, und wenn man dann so durchliest, diese ganzen Kommentare, die man gelesen hat, da war zum Beispiel eins, der New Jersey Governor, also der vom Bundesstaat New Jersey, sagte, ja, diese Zerstörung an der Küste von New Jersey ist eine der schlimmsten, die wir je gesehen haben. Die Kosten dieses Sturms sind unkalkulierbar jetzt in diesem Moment. Also da irgendwas wird natürlich auch mit diesem Sturm bezweckt, das ist ja ganz klar. Und dann kommt hier zum Beispiel der Chef von den öffentlichen Verkehrsbetrieben in New York, Manhattan, der sagt, ja, das New Yorker Metro oder Underground-System ist eben schon 108 Jahre alt und es hat nie wirklich so eine Katastrophe gegeben wie letzte Nacht und so und so weiter und so. Und da geht dann natürlich dann auch darauf, dass das natürlich hier, ja, ne, wir haben Geld nicht dafür und so. Und also die Regierung, wenn eure Regierung das überlässt, für deine Sicherheit zu sorgen, bist du schon verraten und verkauft. Weil die denken ja gar nicht daran, Schutz für dich, für die Stadt aufzubauen, sondern die denken immer nur an ihre eigenen Interessen. Und das ist die eigene Tasche zu füllen. Ja? Und wenn die dann den Anspruch haben, also, ja, ich habe euch gerettet, ich bin die Regierung und so, dann ist das schon per se eine Lüge. Ja? Ja, und dann hier zum Beispiel der Hudson River, der wurde also komplett gefüllt und hat also diesen Stadtteil Hoboken, das ist also auch in New Jersey, gegenüber von Manhattan, ist wie so eine Badewanne gefüllt. Ja, aber wieso hat man denn da nicht irgendwelche Hochwasserschutzmaßnahmen ergriffen, schon in ein paar Jahren zuvor? Ne? Okay, und so weiter. Also ganz viele Geschichten, die man da findet, die dann diskutiert werden, wo man eigentlich eine Zusammenfassung sagen kann, die Regierungen haben dafür gesorgt, dass es zu diesen Unglücken kam. Denn sie hätten, unabhängig davon jetzt, ob man dieser These Glauben schenkt, dass die Regierung selbst diesen Sturm verursacht hat. Das ist ja nicht der Bürgermeister vor Ort, der das gemacht hat, sondern wenn, dann ist das von einer höheren Stelle gesteuert. Ja. Unter Mitwissen oder nur Teilwissen von Leuten oder vielleicht unter Unwissen der Leute, die dann vor Ort sich befinden als Hilfsteams. Denn die dirigieren ja nicht die Chemtrail-Flieger oben und die dirigieren nicht die Hub-Energie. Das wird zentral von einer Handvoll von Leutchen gemacht. Ja. Ja, und natürlich ist es so, es wird jetzt also rechnet, das kostet also mindestens 45 bis 50 Milliarden Dollar, ne, diese ganze Zerstörung. Das heißt, da kommen wieder so eine Menge Firmen, ja, wahrscheinlich zu irgendeinem Leckerbissen, tollen Auftrag, ne, zum Jahresende noch. Kann man dann nachforschen, wem diese Firmen gehören, nicht, und welche Banken das wieder finanzieren. Ne? Oder? Und ich halte mich jetzt einen Moment damit auf, weil es ja eben behauptet wird, Regierungen hätten alles getan, ja, dafür zu, eben nicht. Sie haben es nicht getan. Es wird kein Hochwasserschutz gemacht, auch in der BRD, denken wir daran, da gab es diese Überflutung, wo Deiche gebrochen sind. Erst hinterher hat man sich so mühsam dran gemacht, um da mal irgendwas daran zu tun. Ne? Und das finde ich schon schlimm genug, oder? Weiß nicht, wie ihr das seht. Jo, hier kommt noch was. Hallo Detlef, Bewusstsein, das ist das Letzte, was sie uns noch nehmen oder stehlen wollen. Mit all diesen schrecklichen Ablenkungen und Gesetzen. Hallo, nicht nur wach werden, denn es ist Bewusstsein. Ja, also nicht
Bewusst werden ist das, was sie wollen, was wir eben nicht sollen. Wir sollen nicht bewusst werden, sonst durchschauen wir das ja alles, was da kommt. Ne? Jo, sowas. Ne? Hier kommt was. Hallo Detlef, ich glaube, dass du mit dem Wirbelsturm Sandy und der Manipulation über das Ziel hinausschießt. Das würde von der feindlichen Spionage bestimmt nicht gegen die westlichen Mächte aufgedeckt und berichtet. Nein, das glaube ich nicht. Ja. Gut, die Frage ist, wer mit wem zusammenhängt. Ja, die neue Weltordnung hört ja nicht an den Grenzen der NATO-Länder auf, sondern auch die Herrschaften auf der sogenannten anderen Seite träumen von einer neuen Weltordnung. China ist eng verbunden mit den, oder sagen wir mal, die Machthaber in China sind eng verbunden mit den Machthabern in allen anderen Ländern, denn die denken ja nicht national. Und viele in Russland sind genauso Teile der neuen Weltordnung, wie das in allen möglichen anderen Nationen ist. Sogar in der Iran hat schon von einer neuen Weltordnung gesprochen, also die Führung von dort. Ne? Das ist die einzelnen Mitmenschen, Bürger in dem jeweiligen Land kriegen das ja gar nicht mit. Warum gibt es denn Gespräche zwischen Iran und USA? Warum der dritte Weltkrieg in der Form atomar noch nicht begonnen, obwohl wir das jetzt schon ein paar Monate vorher gesagt haben, dass jeden Moment passiert? Weil es irgendwo ein Süppchen gibt, was gekocht wird, nicht gegen Nation, sondern gegen die Bevölkerung, schlechthin. Ja? Wobei es natürlich da auch immer zu bedenken gibt, dass man es nicht schwarz-weiß sehen darf, wie ich es manchmal vielleicht zu einfach darstelle. Natürlich hat es viele, viele komplexe Zusammenhänge. Aber die sollten uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass es nur ein einziges Ziel gibt. Nämlich, dass die Mächtigen, die hinter allen Dingen stecken, hinter allen Ressourcen und die oder die alle Ressourcen besitzen wollen, wenn sie es noch nicht haben, stecken, dass die eben alle miteinander zusammenhängen. Ja. Und hier gab es zum Beispiel auch noch eine Veröffentlichung. Sandy brings together DHS, Eco-Fascists und HAARP to create a perfect political agenda. Das heißt übersetzt, Sandy bringt das Department of Homeland Security, also die Heimatschutzbehörde, Eco- oder Öko-Faschisten und HAARP zusammen, um eine perfekte politische Agenda zu bilden. Und darüber müssen wir auch denken. Man hört das häufig von Spitzenpolitikern. Ja, Mensch, never let a crisis go waste. Ne, das war dieser Mafiosi da aus Chicago. Der hat gesagt, übersetzt, niemals eine Krise ungenutzt lassen. Das heißt, immer wenn es eine Krise gibt, ob sie bewusst herbeigeführt wurde oder ob sie einfach entsteht, die muss man immer nutzen, um seine Agenda durchzuführen. Und die politische Agenda der neuen Weltordnung heißt, die Freiheiten sämtlicher Menschen wegzunehmen. Und zwar nicht brutal auf einen Schlag, sodass die Leute sich wehren, sondern einfach begründen, ja, weil wir jetzt hier und dann müssten wir jetzt euch alle hier evakuieren und ach, in das Gebiet könnt ihr leider nicht zurück oder wir müssen jetzt immer ständig hier patrouillieren oder das müssen wir machen und jenes müssen wir machen. Und das geht es. Das geht es, um das auch als Normalzustand darzustellen, dass man eben mit Truppen auf den Straßen steht. Ja, dass überall quasi Patrouillen sind, dass man nicht mehr auf die Straße gehen kann. Ja, das ist doch hier etwas, was auch ganz wichtig ist. Habe ich auch hier mit verlinkt, beispielsweise bei dem heutigen Artikel, nämlich, dass also auch eine Ausgangssperre verhängt wurde über die Menschen in den betroffenen Gebieten. War übrigens hier ein Link zu finden bei Alles Schall und Rauch. Wegen Sandy Ausgangssperren in US-Städte verhängt. Ja, da steht es, das Tolle an einem Notstand aus Sicht der Befürworter eines Polizeistaates ist es, sie können einschränkende Maßnahmen umsetzen und ausprobieren, die sie sonst nicht könnten. Hurricane Katrina, das wissen wir ja, das war 2005, war das perfekte Übungsgelände, um den Einsatz von Militär- und Privatarmeen gegen die Zivilbevölkerung zu testen, um sie wie Herden, Tiere zu treiben, so heißt es in dem Artikel, sie zu entwaffnen und aller Rechte zu berauben. Jetzt bietet Sandy die nächste Möglichkeit. Genosse Obama ist nach Washington zurück und spielt jetzt den Krisenmanager. Er hat mit seinem TV-Auftritt die US-Bevölkerung aufgefordert, sie solle den Befehlen der Obrigkeit gehorchen. In einigen Städten sind Ausgangssperren verhängt worden. Keiner darf sich im Freien aufhalten. Jawohl, mein Führer! Steht das da. Ne? Könnt ihr doch alle
alles nachlesen. Ich will das nicht alles vorlesen, aber das sind so die einzelnen Städte und die einzelnen Situationen dort geschildert. Ja? Das sind etwas längere Artikel. Könnt ihr alles nachlesen. Also ich denke, da stehe ich nicht allein damit in der Beurteilung eben einer solchen Krise, ob sie nun wirklich allein nur von der Regierung geplant war oder ob man eben einen Hybrid draus gemacht hat, dass ein vorhandenen Sturm durch Einwirkung eben weiter nach oben, nach Nordosten getrieben hat. Bitte, das lässt sich vielleicht im Moment nicht eindeutig beweisen, aber irgendwann kommt das raus. Irgendwann werden Leute auch auspacken. Das ist, kommt mehr und mehr zu tragen. Die Leute, die also auspacken und sich bewusst werden, dass das, was da geschieht, ein Verbrechen ist. Ja, das ist halt so. Ja. Und da gibt es da sogar noch einen bestimmten Artikel, den ich auch mit reingestellt habe. Da kann man hier, das kann man lesen. Das ist, wurde der Frankensturm Hurricane Sandy durch Harp Engineering erzeugt. Radar- und Satellitenaufnahmen legen es anscheinend nahe. Ne? Man kann das also ja sehen, das Zusammenwirken der verschiedenen Kräfte, die dort zum Einsatz kommen. Auch das will ich jetzt hier nicht im Einzelnen vertiefen, das kann man ja nachlesen. Teilweise ist es ja auch schon auf Deutsch. Ne? Jo, dann kommt natürlich gleich auch so eine Meldung hier von netzticker.com. Bundesamt sagt, Deutschland sei nicht genug auf Groß-Evakuierungen vorbereitet. Ja, das lese ich euch vor, aber das ist nicht so lang. Deutschland ist nach Ansicht des Präsidenten des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Christoph Unger, nicht ausreichend auf große Evakuierungen vorbereitet, wie sie etwa in den USA angesichts des Hurricanes Sandy stattfinden. Das kommt sofort raus. Die Zeit, sagte Unger, auf der unteren Ebene sind wir nicht erfahren, etwa wie man Altenheime und Krankenhäuser mit vielen Einsatzkräften evakuiert. Aber bei nationalen Ereignissen, bei denen es um großräumige und länger anhaltende Evakuierungen mit vielen Menschen geht, müssen wir noch was tun. Weißt du, was das heißt? Das heißt, sie überlegen, dass das stattfinden wird. Sie sind genau auf derselben Schiene. Und da muss ich doch fragen, also ja, was erwarten sie denn? Ne? Oder was, wenn die das schon in den USA so großflächig da erzeugen können, so einen Hybrid-Wirbelsturm, was können sie dann hier erzeugen, auf dem kleinen Ländchen hier? Da kommt vielleicht irgendwas hier auch mal rein, oder? Das ist, solche Diskussionen sind, also lassen mich aufhorchen. Und hier sagt er, als Beispiel für ungelöste Fragen nannte Unger mögliche Probleme von Atomanlagen. Seit Fukushima diskutieren wir, ob wir in der Lage sind, rund um kerntechnische Anlagen großräumig zu evakuieren. Reichen dazu unsere Planungen? Dieses Problem haben wir mit dem Schweizer Kollegen besprochen. Dabei entdeckten wir Defizite für den Fall, dass so ein Ereignis kurzfristig kommt und viele Menschen für längere Zeit, nicht nur einen Sonntagnachmittag lang zum Bombenräumen, evakuiert werden müssen. Über eine längere Zeit evakuiert werden müssen, Leutchen. Da gehen bei mir sofort alle Alarmglocken nach oben. Bei euch nicht? Hier geht's weiter in dem Artikel. Unger vermutet konkrete Probleme bei operativen Fragen. Eine lautet, wie kriege ich die Menschen raus und wer muss drin bleiben? Wie kriege ich die Menschen raus und wer muss drin bleiben? Also der Artikel lohnt sich mal durchzulesen und zu überlegen, was Sie damit meinen. Wenn Sie eine große Stadt wie Hamburg nehmen, dort wird nicht nur gewohnt, sondern der Ort hat bestimmte Funktionen in der Gesellschaft und für Europa. Also muss jemand für den Elbtunnel sorgen und jemand die kritische Infrastruktur rund um den Hafen im Auge behalten. Neben den Atomanlagen sorgt sich Unger auch wegen der Erderwärmung. Aha. Der Klimawandel wirft ähnliche Fragen auf wie die, mit denen sich die New Yorker Behörden in dieser Woche herumschlagen, weil es so kalt wird. Ich denke an den Anstieg des Meeresspiegels. Aha. Die Kollegen in den Niederlanden veranstalteten vor 3 Jahren eine große Übung unter dem Namen FloodEx, geschrieben FloodEx, mit dem Schwerpunkt Evakuierungen. Damals haben auch wir diskutiert, zu welchem Zeitpunkt man Menschen rausholt. Zu welchem Zeitpunkt man Menschen rausholt. Wir fragten uns auch, wer versorgt in ländlichen Gebieten das Vieh? Für 2015 sei in Deutschland eine Übung geplant, bei der geklärt werde, wie sich große Teile Ostfrieslands evakuieren lassen. Klingelingelingelingeling. Ich finde das schon manchmal interessant, was man da so
Gell? So. Ja, also das ist, denke ich mal, ganz interessant, darüber nachzudenken, was das bedeutet. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Jedenfalls habe ich da also jetzt hier schon ganz spitze Ohren gekriegt, ne? Oder? Okay. Ja, jetzt schauen wir nochmal. Ihr könnt mich also, wie gesagt, gerne unter radio@wakings.net gerne Informationen, Fragen und Kommentare und so reinschicken. Sehr gern. Dann lese ich das auch mit vor. Hier kommt. Hallo Detlef. Mal wieder unterhaltsame Sendung. Aha. Ich hoffe, ich unterhalte euch gut. Ich halte euch unten. Ne? Damit, oder? Habe zwei Fragen an dich. Die eine, was für einen Bildungsabschluss hast du eigentlich? Und die andere, hast du eventuell mal vor, mal irgendwann ein Treffen zu veranstalten in der Schweiz oder Deutschland? Ein sogenanntes Wake News Meeting, an dem mal Aufgewachte zusammenkommen und sich austauschen und Kontakte knüpfen können. Was hältst du davon? Schönen Gruß aus der BRD. Was ich für einen Bildungsabschluss habe, ich muss sagen, ich bin selber erschrocken darüber, dass ich mich habe in diesem System überhaupt ausbilden lassen. Ich hätte mir gewünscht, ich wäre gleich als Aufgewachter auf die Welt gekommen, wie es bei dem einen oder anderen der Fall ist. Ja? Ich habe einen Systemabschluss. Ne? Ich habe einen Systemabschluss gemacht, um mich fit zu machen für die Matrix. Hat man mich da durchgeschleust, habe alles Mögliche studiert. Ja, also nicht mehrere Abschlüsse gemacht, aber alle möglichen Fächer studiert und habe trotzdem nichts verstanden. Ja, wenn das als Frage, als Antwort ausreicht. Und die andere, hast du mal immer vor, ein Treffen zu veranstalten in der Schweiz oder Deutschland? Eher im Moment nicht. Weil unsere Stärke liegt darin, dass wir uns nicht treffen müssen, sondern hier den Treffplatz im international im Internet haben, solange es uns noch verfügbar ist. Alles andere ist sehr aufwendig, zeitaufwendig und man erreicht nur wenige Menschen. Ich rate immer dazu, sich vor allen Dingen angesichts der immer prekärer werdenden Situation, sich zusammenzuschließen zu kleineren Grüppchen, um dort sogenannte Survival-Gruppen zu bilden. Leider kann ich darüber nicht so berichten, wie ich es vorher immer gemacht habe, weil ich meine Webseite nicht mehr so benutzen kann. Da habe ich einen ganzen Abschnitt dem gewidmet gehabt. Aber das kann man auch so. Man kann sich mit Leuten zusammenstellen, ob es die eigene Verwandtschaft, Bekanntschaft oder Freunde oder Gleichgesinnte sind. Die kann man ja irgendwie finden. Sollte man sich also mit diesen Szenarien, mit diesen Überlegungen auseinandersetzen und sich darauf Gedanken machen, wie man einer Katastrophe, welcher Art auch immer, entgegnen kann und wie man sich dazu ausrüsten kann. Da gibt es einige Hinweise auch bei mir auf der Seite wakings.net, Survival Rucksack. Ja. Alles andere ergibt sich dann im Gespräch. Denn wer ein gewisses Level an Aufgeklärter, an Aufgewachtsein, an Bewusstsein erlangt hat, dem werden schnell die Zusammenhänge klar dessen, um was es hier geht. Es gibt natürlich einmal die materielle Versorgung, die immer stattfinden sollte, solange man also als Mensch eben auch versorgt sein muss. Und es geht ja nicht nur um Mensch, es geht auch teilweise um Tiere. Und bei Menschen ist es eben nicht nur die eigene Gesundheit, sondern die der Kranken und Schwachen und Kinder, Hilfsbedürftigen und was weiß ich auch. Sondern es geht natürlich auch um die spirituelle Fitness dabei, um das sich auseinandersetzen mit der Situation und was eigentlich unsere Aufgaben sind. Und da werden wir versuchen, solange das Internet noch irgendwie nicht von der UNO absolut kontrolliert und abgeschafft wird oder privatisiert ist, ne, dass wir dann also darüber noch ein paar Sendungen machen können. Da habe ich auch vor, darüber mich mit anderen noch zu unterhalten. Ja, um auch Hinweise zu geben darauf, was vielleicht hinter all diesen Sachen steckt. Da kommen bestimmt noch interessante Sendungen auf uns zu. Ich hoffe, ich habe das ausreichend beantwortet. So, und hier, Detlef und vor allem Dingen nicht zu vergessen, dass Chemtrails und HAARP dazu auch genutzt werden. Und ich denke, das ist hauptsächlich um Mind Control, eine Art Programmierung, um die kognitive Dissonanz, eine Art von innerer Zerrissenheit bei uns Menschen mit einer bestimmten Frequenz zu erzeugen, um in uns das zu platzieren. Einer der Gründe, weswegen es so schwierig ist, die Menschen darauf aufzurütteln und aufmerksam zu machen. Genau. Das ist natürlich auch Teil dieser Agenda, ganz logisch. Und eben, wie gesagt, welche Verwicklung es da noch hat, das werden wir in der Zukunft auch weiterhin genauer untersuchen. Ja.
Jetzt haben wir da noch ein paar andere Informationen hier, die ich noch schnell mit reinbringen will. Wie das eben ist hier mit dem Eugenikprogramm, mit dem Terror durch Regierungen, das kann man relativ schnell erkennen. Wenn man so bei Headlines hier liest, zum Beispiel Wissenschaftler, der die Gefahren durch GVO, also Genveränderungsmaßnahmen aufdeckte, umgehend gefeuert wird, sein Team aufgelöst wird. Ja? Ohne dass es irgendwie seinerzeit Schlagzeilen in den Medien gemacht hätte, verlor ein bekannter britischer Biochemiker 1998 über Nacht seine Stellung. Er hatte zuvor entdeckt und veröffentlicht, wie gentechnisch veränderte Organismen zu Organschäden, Unfruchtbarkeit, Verdauungsstörungen, Immunschwäche, Krebs und anderen Krankheiten führen können. Am Tag nach Bekanntwerden der Forschungsergebnisse wurde auch sein Mitarbeiterteam aufgelöst. Ja, sowas zum Beispiel. Ne? Da muss man sich auch fragen, hoppla, wieso das denn? Ne? Oder? Oder hier kam ein Artikel noch, das Schweigen der Chefredakteure, auch das will ich nicht voll durchlesen, aber so essenzweise, den sonst so kritischen deutschen Journalisten, naja, das ist auch eine Behauptung, ne, dass sie kritisch sind, aber gut, das steht da hier, fehlt offenbar der Durchblick. Statt den Euro endlich abzuschreiben, klammern sie sich verbissen daran fest, doch ewig kann das nicht so gehen, und dann warten viele Fragen. Ein Artikel verfasst von Hans-Olaf Henkel, ich glaube, das kam beim Kopfverlag, ne? Oder? Und da schreibt er, in den letzten Monaten war ich in Schweden, Dänemark, Lettland, Estland, Litauen, Tschechien, Großbritannien, Polen und der Schweiz. Mit Ausnahme Estland sind das nicht Euro-Länder. Es ist hinreichend bekannt, dass die Bürgerinnen und Bürger dieser Länder mit dem Euro nichts mehr zu tun haben wollen. Journalisten aus diesen Ländern fragen mich, warum sich die Deutschen die finanzielle Überforderung durch ihre eigene Regierung gefallen lassen. Ich wies auf die Tatsache hin, dass Frau Merkel im Bundestag keine Opposition zu fürchten habe. Warum auch? Die wissen ja nicht, was da eigentlich wirklich geht. Ich erwähnte, dass aus historischen Gründen hierzulande eine ehrliche Diskussion über Alternativen zum Einheitseuro als politisch inkorrekt wahrgenommen und zu einem Tabu erklärt wurde. Also die BRD ist schon so jenseits weg von Gut und Böse. Da fällt dir fast schon nichts mehr ein dazu. Ne? Deswegen ist es dringend notwendig, dass wir was hier unternehmen. Und dann kommt noch hier auch, glaube ich, erschienen beim Kopfverlag hier von Udo Ulfkotte. Ja, der hat sich ja schon mal über den Bürgerkrieg in der BRD ausgelassen, an welchen Stellen das dann irgendwann anfängt zu brennen. Wer sich erinnert? Der schreibt hier, Pest oder Cholera? Welche korrupten Politiker wählen wir künftig? Am besten gar keine, ne? Aber er schreibt hier, unsere bekanntesten Politiker haben es durchweg verdient, vor Gericht gestellt zu werden. Sie belügen die Bürger, pressen ihnen die Früchte ehrlicher Arbeit ab und füllen sich selbst eiskalt gierig die Taschen. SPD und CDU sind typische Beispiele dafür. Aber nicht nur die, ne? Okay, also auch das lese ich nicht weiter vor. Das kann man also da durcharbeiten. Es ist ja auch immer ein Tropfen auf dem heißen Stein. Gell? Hier schreibt jemand, macht einfach eine Abstimmung, wie wir in der Schweiz, macht es einfach, die Politiker werden sich winden, seid sicher. Ja, aber erstmal müssen die Leute ja überhaupt erkennen, dass es Missstände gibt. Und frag mal die Schweizer. Solange die noch Kohle haben, solange irgendwas noch damit zu kaufen ist, machen die auch nichts. Natürlich gibt es eine kritische Menge von Menschen, also ein kleiner Prozentsatz von Menschen, die denen bewusst ist, was los ist, aber der Mehrheit ist das auch in der Schweiz nicht bewusst und die kämen gar nicht auf die Idee, auch ihre hochgeliebte Bundesratsmannschaft überhaupt nur in Frage zu stellen. Ja, die sind obrigkeitshörig. Das ist so, mein Eindruck. Die meisten. Alles auch parteienmäßig organisiert und Parteien werden durch Banken finanziert und wenn du das jemandem erzählst, ja, das ist halt so. Das ist halt so. Das ist die Antwort, die du da kriegst. Gell? Das ist der Punkt. Gell? Oder? Damit haben wir zu kämpfen. Überall. Das ist also eben leider in der Schweiz auch so. Schön wäre es, wenn die Menschen in der Schweiz alle so weit aufgewacht wären, dass sie sich also dagegen stellen und sagen, ja hoppla, da machen wir aber nicht mit und so. Aber damit ist wohl auch so schnell nicht zu rechnen. Aber ich bin ja auch hier, werde auch in der Schweiz gehört von Menschen, die sich hier Gedanken machen darüber, was los ist. Ja, ja, und dann, ich meine, guck dir doch allein diese Politikerpest einmal an. Ne? Pest oder Cholera, wie es der Ulfkotte vorhin gesagt hat. Steinbrück, ne? Das ist ja der hier, der
hier einen großen Wind macht, hier Peer Steinbrück, der wohl bei den Bilderbergern schon zum Bundeskanzler ernannt wurde, bei der BRD, ne? im letzten Jahr. Da kommen ja auch jeden Tag hier neue Schweinereien raus. Ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet, als ich über das heutige Thema kurz gesprochen habe. Steinbrücks Urgroßonkel gründete die Deutsche Bank, von Gerd Wischniewski, veröffentlicht auch beim Kopfverlag. Dass in der Politik immer wieder Böcke zu Gärtnern gemacht werden, ist ja nichts Neues. Tatsächlich zeigen die von SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück offengelegten Daten über seine Vorträge, dass er das meiste Geld von Banken und der Finanzindustrie erhielt. Hoppla, das ist ja was ganz was Neues. Das ist ja genauso wie in der Schweiz. Ganz vorne mit dabei ist die Deutsche Bank. Ne? Ist auch ein Schweizer drin. So, deren Gründer ist ein Urgroßonkel von Peer Steinbrück. Meine Güte, was hat der Mann zu sagen, dass 1,25 Billionen Euro wert ist? Also ich würde da nicht einen einzigen Heller für den geben. Schon die Promotion, die ich hier für ihn mache, ist auch nicht schon zu viel. Okay, wenn es also nach seinem Vortragshonoran geht, scheint jedes Wort aus seinem Mund reinstes Gold wert zu sein, mit ein bisschen Tungsten drin, ne? Wolfram. Nach seinen jüngsten Offenlegungen sagte SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück zwischen 2009 und 2012 für 89 Vorträge 1,25 Millionen Euro Honorar ein, im Schnitt 14.000 Euro. Und zwar vor allem von Banken und Versicherungen, also von der Finanzbranche. So erhielt Steinbrück am so und so vielen, das lese ich auch nicht alles vor. aber hier die einfach mal eine Auswahl der Banken, wo er war. Ne? Deutsche Bank, JP Morgan, BNP, Banque Nationale Paris, Paribas, Citigroup, Hypo Vereinsbank, Verbrecher, Nationalbank, DAB Bank, Hypo Investment Club, Crédit Agricole, Südwestbank, DZ Bank, Sal Oppenheimer, sowie Volksbanken, Sparkassen und Bausparkassen. Die nehmen alle auf eure Kosten. Demnach waren es hauptsächlich Finanzinstitute, die Steinbrück zum Honorarmillionär machten. Aber wie hat der Kohl das eigentlich hingekriegt? Der ist ja Milliardär inzwischen. Ne? Der muss noch ein paar mehr Schweinereien gemacht haben. Gut, der war ja schon ein bisschen länger dann im Amt. Ne? Okay, nur kein Neid. Ne? Der Mann kann es eben mit der Finanzbranche. Der war ja auch Finanzminister schon. Ne? Also, ich meine, allein wenn du das durchliest, die meisten Leute wissen das ja nicht mal. Die meisten Leute wissen ja noch nicht mal, wo die BRD, also von Leuten, die sich da auskennen sollten als Einwohner oder ja, Bürger der BRD, wo die gegründet wurde. Die sind alle nur doof, die Leute. Weil sie diese Informationen natürlich erstens mal nicht kriegen, aber auch wenn sie sie kriegen würden, sich nicht dafür interessieren. Weil das Gehirn schon so durchgepustet ist, weil sie denken, Halloween ist einfach nur ein Tag, wo man ein bisschen feiern kann, sich besaufen kann und was weiß ich. Ja? Deswegen. Die sind richtige Löcher im Gehirn da. Und im Interessengehirn, ne? In dem Teil, wo das Interesse platziert ist. Ne? Okay. Also ich denke, das sind so Dinge, die ich immer wieder auch mal ansprechen muss, weil ich möchte mich ja auch gerne an ein Klientel wenden, also an Zuhörer, Nutzer wenden, die also eben auch noch nicht vollends aufgewacht sind oder die noch dabei sind, ja, also jetzt gerade erst erkennen, in welchem Zustand wir uns alle befinden, weil ich denke, je mehr wir werden, es reicht nicht, wenn einige wenige alles wissen. Da sind wir wieder in derselben Situation, wie es ja heute eben schon ist, dass es eine Gruppe von 13 Familien gibt hier, die alles, die ganze Welt im Griff behalten. Sondern wir müssen ganz viele werden, die nicht unbedingt in allen Fächern Spezialisten sind, die aber mitkriegen, um was es geht. Ja? Und hier, es wird ja sogar veröffentlicht in den Matrix-Medien, aber wer liest schon von denen Money Online im Fokus? Ja, ist ja so ein Medium. Matrix-Medium. Da steht, die Wut der Bürger steigt. Ja? Dieser Euro zerstört die Demokratie. Das lese ich euch mal vor. Die Schuldenkrise spaltet Europa. Die einen wollen sich nicht zu Tode sparen, die anderen nicht für Zechbreller bezahlen.
Viele Nationen befeinden sich wie seit 1945 nicht mehr. Rechts- und Linksextremisten triumphieren. Das ist auch schon wieder alles Propaganda, ne? Okay. Seit mehr als 3 Jahren tobt die Euro-Krise nun schon ausgelöst vom damaligen griechischen Finanzminister Papa Konstantinou. Ja, aber für wen hat der denn gearbeitet? Von wem wurde der da reingesetzt? Von wem wurde der bestochen? Wen hatte er als Berater zur Seite? Goldman Sachs, jawohl, ihr habt's richtig geraten. Er musste Mitte Oktober 2009 zugeben, dass Griechenland in Wirklichkeit ein Haushaltsdefizit von 12,5% aufwies. Och, echt, mehr als dreimal so viel, wie das Land in seinen offiziellen Zahlen vorgetäuscht hatte. Und wer hatte diese ganzen Zahlen ermittelt? Hoppala. GS. Ja, wer das nicht weiß, was das heißt, kann mir die Frage hier im Chatraum stellen. Ja. Hier stand 0168. Früher stand mal auf den 5-Mark-Stücken Einigkeit und Recht und Freiheit. Für die Banken natürlich nur. Ja. Und die sind jetzt alle vereint, haben immer Recht und haben die einzige Freiheit. Die Bankster. Also haben sie es doch erreicht, das Ziel. Ja. Also G.S. heißt Goldman Sachs. Ja. Und Goldman Sachs ist Rothschild, oder? Okay. Ja, also Leutchen, ich lese das auch nicht mehr weiter, weil ich mich jetzt schon wieder aufrege, weil das schon wieder nur Propaganda ist. Da werden schon wieder hier rechts und links und der Papandreou oder wie immer der heißt, dieser griechische Präsident sei schuld gewesen. Es wird also auf Personen, es wird überhaupt noch nicht die Hintergründe hier erklärt. Und ist klar, dass wenn du solche Informationen nur kriegst, dann verstehst du die ganze Welt nicht. Dann denkst du genauso, wie die wollen, dass du denkst, dass du es nämlich einzelnen Leuten in die Schuhe schiebst oder den Griechen schlechthin, obwohl die Griechen, das Volk, überhaupt nichts damit zu tun hat. Und deswegen, der Terror, über den ich berichte hier in meinen Sendungen, der geht ausschließlich zu 99,9%. Man muss immer noch ein bisschen übrig lassen. Es gibt natürlich auch ein paar Verrückte, so. Aber der geht ausschließlich von Regierungen und Regierungen als Handelnde für diejenigen, für die sie arbeiten, ja, aus. Ich habe das schon mal ganz einfach gesagt. Hast du ein Problem mit irgendeinem im Iran und machst deswegen Weltkrieg? Glaube nicht, also ich nicht. Kann vielleicht mal eine andere Ansicht haben oder sich vielleicht nicht mal mehr mögen, aber deswegen macht man keinen Krieg. Gell? Die einzigen, die das tun, sind diejenigen, die sich irgendwas davon versprechen, irgendein Gelüst befriedigen wollen. Und das ist eben die Frage, welche Gelüste eigentlich dahinter stecken. Und das ist immer wieder der zweite Begriff innerhalb dieser Abkürzung, die ich verwende, nämlich die dominante irrsinnige Minorität. Die haben nicht alle Ziegel auf dem Dach. Ne? Das ist der Punkt. Die sind nicht ganz dicht. Die sind eben irgendwo in irgendwelchen Geschichtchen drin. Und hier steht dann, und die sich dann verstecken können, ohne sich die Fingerchen schmutzig zu machen. Jawohl! Steht hier im Chatraum. Absolut richtig. Und deswegen sind die so ungern im Rampenlicht. Ne? Okay, so diese Rothschilds und Rockefellers, die kommen halt raus, aber es sind ja andere auch noch, die also über die man nicht so offensichtlich sprechen, wie ich das hier mit der kleinen Gruppierung tue. Ja, und die haben also jetzt die große Angst, dass sie hier nicht, also ich allein, sondern also dass wir alle dann auch diese hier nach oben ziehen und schauen wir mal. Ja, das sind so die Punkte, die ich gerne immer wieder auch nach vorne bringe, weil wir uns klar sein muss, dass wir in einer Welt leben, wo es wirklich darum geht, dass wir die Aufgabe haben, diejenigen, die zumindest jetzt schon aufgewacht sind, dafür zu sorgen, dass wieder Recht und Ordnung einkehrt, dass wieder Ethik reinkommt. Und das geht eben mit den korrupten Regierungen, mit den korrupten Politikern, mit den korrupten Gerichten und mit dem korrupten System nicht. Und deswegen haben alle die recht, die sagen, wir müssen neue Wege einschlagen, wir müssen Alternativen suchen und so weiter. Nur auch da muss man natürlich aufpassen, wem man sich anschließt und welcher Ecke man hinterher strebt.
Ja, auch da kann man in die Falle laufen. Und wenn dort mit denselben Methoden gearbeitet wird wie im System, muss man davon Abstand nehmen. Sorry, es ist so. Und deshalb bin ich auch, werde ich auch manchmal kritisiert, dass ich über Dinge spreche oder kritisiere, wo ich vermeintlich das Nest beschwutze von Leuten, die eben auch versuchen, was anderes aufzubauen. Aber wenn ich was sehe, was nicht in Ordnung ist, dann berichte ich darüber. Das ist so. Und das ist egal, ob der als sogenannter ein Geld, der einen neuen Weg einschlägt oder nicht. Das spielt dabei keine Rolle. Wenn der genauso ist oder es vielleicht sogar noch schlimmer macht, dann ist es. Dann werde ich das auch aufdecken versuchen. Ja? Weil ich auch nicht alles aufdecken kann. Fast gar nicht möglich, ne? Jedenfalls, die Gesellschaftszerstörung ist geplant. Das muss uns auch immer klar sein. Man will ja nicht, dass wir eben geordnet so wie früher leben können, sondern man will alles zerstören. Und zwar auf jeder Front, auf jeder Ecke, in jeder Beziehung. Das fängt an mit, dass man uns verwirrt, welches Geschlecht wir überhaupt haben. Wir denken also nur an diese neuen Begriffe wie metrosexuell und solche Geschichten. Also wo sind wir hier denn? Ja? Oder dass man hier sagt, oder dass man versucht eben die Kinder schon im Vorkindergartenalter zu, ja, den Eltern abzunehmen. Nicht? Und die das auch zulassen, weil sie selber so verknechtet werden und Geld reinholen müssen, weil sie sonst nicht überleben können oder was auch immer. Ja, oder wenn man ihnen einredet, das ist eben ja, Erziehung, das muss der Staat machen. Der Staat ist die Regierung in dem Fall. Und wenn wir wissen, dass die korrupt ist, dann würde ich schon denen aus dem Grund schon die Kinder mit Sicherheit nicht übereignen. Okay. Und warum stellen sie es unter Strafe? Ja, dass Kinder nicht in die Schule, wenn die nicht in die Schule gehen, warum werden dann die Eltern bestraft? Ja, und so. Muss ich auch mal fragen, dass sinnvoll ist. Ja, okay. Ja, das sind so ein paar Gedanken, die ich in dem Zusammenhang immer auch nochmal bitte ausspreche. Natürlich darf man auch da seine Ansichten dazu sagen, keine Frage. Hier kommt was, hallo Detlef, der gewaltige Sturm Sandy an der Ostküste der USA ist meiner Meinung nach ganz klar eine Manipulation durch die US-eigene Waffe HAARP in Alaska, was dem amtierenden Präsident Obama offenbar die Gelegenheit gibt, sich anschließend als Held zu beweisen und nebenbei den Katastrophenschutz und die FEMA-Organisation zu testen. Sogar das UNO-Gebäude wurde evakuiert, was eine tolle Gelegenheit bot, alles unbemerkt zu verwanzen und nebenbei die anstehenden Präsidentschaftswahlen zu manipulieren. Wie krank sind die eigentlich, diese Weltelite? Das hattest du mir schon am Dienstag zugeschickt, hatte ich, glaube ich, auch schon mal vorgelesen. Aber das stimmt, das ist richtig. Ja, das ist absolut richtig. Ja, und insofern denke ich, ist das wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Hier kommt mal was. Piraten, also das ist die Partei, ne, in der BRD. Piraten beantragen neues Geldsystem am Bundesparteitag am 24. und 25.11.2012 in Bochum, Nordrhein-Westfalen. Der Bundesparteitag möge beschließen, folgenden Text als Positionspapier zu beschließen. Wir Piraten setzen uns für die Einführung eines gemeinnützigen Geldsystems ein, das die Ziele des Rechts auf sichere Existenz und gesellschaftlicher Teilhabe aus unserem Parteiprogramm überhaupt erst möglich macht. Es soll den Menschen dienen und einen gerechten Austausch von Waren und Dienstleistungen unter den Marktteilnehmern einer freien Wirtschaft ermöglichen, ohne einen leistungslosen Umverteilungsmechanismus zu beinhalten. Wir wissen, dass ein neues Geldsystem die Paradigmen des Kapitalismus wesentlich verändern wird. Statt mit klassischer Parteipolitik muss dessen Einführung daher mit einer breiten Beteiligung der Bürger einhergehen. Wir nehmen viele engagierte Menschen wahr, die sich seit Jahren in und außerhalb von Parteien für ein gemeinnütziges Geldsystem einsetzen. Wir wollen dieses Engagement auf die politische Bühne des Bundestages bringen und so weiter und so weiter und so weiter. Lese ich gar nicht alles vor. Klar, das muss eigentlich jeder erkennen. Aber die Frage ist, wenn sich jetzt schon mal wieder Parteien dafür breit machen, ja, die dann nachher wieder gezwungen sind, zu koalieren, bleibt dann wieder eine Rothschild-Variante davon übrig, ne? Denn ich bin aber ein bisschen skeptisch bei Parteien, sorry für die Piraten, aber es ist so, müsst ihr euch alle anhören, wenn sich die Spitze der Partei mit solchen Abgesandten der Dems treffen, ne? So wie geschehen vor kurzem in Berlin, ja. Und so weiter. Mit dem Kissinger, glaube ich, entweder Kissinger oder Soros haben sich getroffen
um schon mal zu checken. Die checken dann schon mal, wo sie dann einsteigen, ne? Rechtzeitig. Okay. Ja, hier kommt noch was, eine witzige Bemerkung. So kam also die Meerschweinchen zu ihrem Namen, wenn Politiker mehrere Schweinereien wollen. Hä? Okay. Ja, cool. Ja, und das ist schon wieder das Ende unserer heutigen Sendung. Ich danke euch, dass ihr so super zugehört habt. Klasse. Ich werde also gleich die Wiederholung einspielen. Für diejenigen, die es nochmal hören wollen oder das erste Mal hier zugehört haben oder später reingekommen sind, ja, da werden wir gleich einsteigen. So, und ich werde also jetzt hier zum Schluss spielen den Song Vielleicht ist es leicht. Ja, das muss ich gerade nochmal sehen, von wem. Das habe ich mir jetzt gerade gar nicht aufgeschrieben. Steht leider nicht in dem Ding drin, aber sonst, ich tue das in das Video dann da rein. So, und dann spielen wir noch ein bisschen was zwischendrin, nämlich Seven Dragons von Rocking Harry, zwischen dem ich das hier umpole. Den müssen wir auch bald mal wieder hier hören mit neuer Musik. Der muss mal hier wieder was reinschicken. Der macht, glaube ich, jetzt eine Tour mit seiner alten Band. Also, hier in München. Wir hören uns, hier ist der Delta von Regen Radio, nächste Woche wieder. Also, bis dann. Ciao, ciao. Regen Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dimps und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Es ist nur ein Gedanke, weil vielleicht ist es leicht. Leicht, doch wird man sich bewusst, das Denken kann uns gleich Freiheit schenken. Danach sehnen wir uns sehr nach Licht und Leichtigkeit und mehr. Es ist nur ein Gedanke weit,
es ist nur ein Gedanke wert. Es ist nur ein Gedanke wert. Vielleicht ist es leicht. Gedanke weit, es ist nur ein Gedanke weit, es ist nur ein Gedanke weit, vielleicht ist es leicht, bestimmen wir selbst das Sein, mit Leichtigkeit ist das, was ich mein, besinn dich auf die Macht deiner Gedanken, denn sie setzen Schranken. Sei dabei, denk frei. Sei dabei, denk frei. Sei dabei, denk frei. Vielleicht ist es gleich. Es ist nur ein Gedanke weit.